dieses Big, das kam von Savas immer. Ah, okay. Er hat mich immer Big D, Big Daryl so genannt. Und wir haben sowieso immer mit Flying Steps so abgehangen. Mhm. Und irgendwann haben die uns halt gefragt, so, ey, wollt ihr nicht komplett so bei uns dabei sein? Mhm. Naja, ich war halt viel mit Taktus damals auch unterwegs und viel mit Taktus gechillt bei ihm. Und weißt ja dann, wenn man aufnimmt, so, und wir haben damals wirklich so die ganze Nacht aufgenommen. So, und dann habe ich auch manchmal... Am nächsten Tag hätte ich dann einen Auftritt gehabt bei Flying Steps und hab verpennt so mäßig. Oh, so, shit. Weißt? Und dann gab es schon manchmal Ärger so. Oh, weißt? Fuck, muss und ich dann, und dann war wirklich so, dann musste ich so sagen, so, es war schon Teil, ich komme jetzt erstmal nicht mehr. Okay, also wenn du Bock hattest zu rappen, hast du Flying Steps vernachlässigt. Wenn du Bock hattest zu tanzen, hast du MOR vernachlässigt. Genau, so sieht's aus. Machst du es auf Rap? Weißt du noch, wer auf den Namen kam? Ja, ich, Johannes und Achso. Savas. Also Fuman und Savas. Okay. So. Ich weiß, dass Flair mein alter... Nicht Schulkumpel, aber wir kommen aus derselben Gegend. Stimmt, du hast ja Südberlin, Lichterfelde und so angesprochen. Zwei Straßen weiter. Achso, wie lange kennst du ihn denn? Ich kenne ihn seitdem ich 8, 9, 10 so. Hängst du auch? Achso, okay. Hängst du auch? Alles so, okay, dann ihr kanntet euch schon die ganze Zeit. Alle aus derselben Gegend. So. Okay. Ich glaube, ich das erste Mal so Boogie und Massiv aufeinander. Achso, ja, Alter, stimmt. Ja, ich dachte, jetzt explodiert der Laden gleich. Ich dachte wirklich, das Haus kracht zusammen gleich. Von den Straßen Berlins bis egal wohin. Ist egal, ob es schneit oder regnet. Ich komm aus der Ecke Mainz. Ist egal, wo ich bin. Echt, da geht's nicht, wenn du mir begegnest. Yo, neue Folge. Echt, da geht's nicht. Big Daryl Mac hier am Start. Yeah. Ey, ich höre so oft, du änderst deinen Namen, oder? Big Daryl Mac, ist es noch Big, ist es nicht Big? Nee, ist schon lange nicht mehr. Aber ich bin so voll Dings, war hängen geblieben alte Zeit. So. Irgendwann hast du es abgelegt. Wann hast du es abgelegt? Ich glaube so vor 5, 6 Jahren oder okay, warum? So. Weil du so abgenommen hast? Oder? Nee, ich weiß nicht, ich habe mich auch nicht mehr so, ja, dieses Big, das kam von Savas immer. Ah, okay. Er hat mich immer Big D, Big Daryl so genannt und irgendwie hat mir das nicht gereicht, dann habe ich irgendwann noch Mac dazu gemacht. Okay. Hat das was mit Run DMC zu tun oder wie kommt es der Name? Es hat was mit Run DMC zu tun. Wie kommt die ganze Kombination? Naja, es gibt, weißt du, DMC, halt, er heißt ja auch Daryl Mac. Genau. Er heißt Daryl Mac und ich war früher so mit 12, 13 voll der krasse Run DMC-Fan. So halt. Ich hatte von meiner Cousine eine Beastie Boys CD bekommen und eine Run DMC und die Beastie Boys habe ich kaum gehört. So, Alter, ey, ich muss sagen, ich habe Beastie Boys auch nicht so viel gehört, muss ich sagen. Die waren ja die waren sehr beliebt halt, weil ich glaube, ich so ein bisschen Außenseiterposition hatten oder so, aber war, die hatten eine krasse Fanbase gehabt, aber voll. Ich war nicht so drin. Ey, ich rede ja sehr gerne über Rap-Einflüsse und ich glaube, da können wir bestimmt voll deep gehen, aber ich würde mal ein bisschen die Zeit auch davor vielleicht aufrollen, so einfach so zum Kennenlernen für Leute, die dich auch nicht auf dem Schirm haben, weil ich bin ja so voll Oldschool-Freak und vielleicht gucken ja auch viele Leute zu, die noch nicht so lange Deutschrap und so verfolgen. Ja. Wie hat denn das alles für dich angefangen? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Ich treffe dich immer Kreuzberg, Neukölln und so. Das ist immer so die Ecke. Ja, da hat es auch angefangen. Also ich bin in Neukölln geboren, bin dann aber mit 6 oder so sind wir nach Steglitz, nach Richterfelde gezogen. Und ja, da bin ich dann aufgewachsen und zur Schule gegangen. Und Grundschule, Lichterfelde, alles so die... Grundschule in Lichterfelde, Oberschule dann in Steglitz. Okay. Also Südberlin eigentlich so, genau. Das so beheimatet, kann man sagen. Ja, Südberlin hat alles begonnen. Voll. Wie war für dich die Kindheit zu Hause? Wie war dein Aufwachsen? Gute Erinnerung? Ja, sehr gute Erinnerung. Ich bin gut aufgewachsen, gutes Elternhaus, gutes Zuhause so auf jeden Fall. Und ja, und ganz normal draußen auf der Straße abgehangen. So. Wir hatten so einen Fußballplatz bei uns. Da war jeden Tag war irgendwas los, so auf jeden Fall Fußball spielen, abhängen, Tischtennis. Ja, und da ging es auch schon so los. Ich habe viel Michael Jackson damals gehört. Ich war voll der krasse Michael-Jackson-Fan. So, Alter, auf jeden Fall. Mein Vater hatte diese Bad-Platte und Thriller. Genau, das war meine erste Platte, ja, so, auf jeden Fall. Ich habe sogar, glaube ich, noch ganz früh, ich weiß noch, dass ich als Kind Thriller, so, das war das erste richtige Video. Das so. Kam erst später so. Achso, du warst erst mit Bad eingestiegen? So, okay. Ja. Und ich wollte immer die Kassette haben, weil ich einen Walkman hatte. Mm. Und dann ist mein Vater mit mir dann zu diesem Clubcenter, hieß es da, kennst du? Clubcenter? Bertelsmann war so. Der Mitglied so und da gab es halt Bücher, CDs und weiß ich was. Da ist er mit mir dahin und Kassette gab es natürlich nicht mehr. Ah, mm. Oh, shit. Und ich so, scheiße, Mann. Michael war ausverkauft. Was soll ich mit der Platte so, weißt du, auf jeden Fall, er hat keinen Plattenspieler gehabt.
hat mein Vater mir die Platte geholt und zu Weihnachten habe ich dann einen Plattenspieler bekommen. Ah, krass, okay, nice. Weißt du, welches Jahr das war? Ich glaube, Michael war 88 in Berlin oder so. 88 oder war Konzert, ja, auch. Deutschlandhalle damals, ne? So, Nee, Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion. Ach so, okay. Warst du da oder was? Ja. Wow, ey. Auf dem Bergkonzert. Erinnerst du dich gut? Es geht. Ja? So stückelweise so auf jeden Fall, weil wir haben dann noch so, ich habe noch so Fanartikel so. Weißt du? Auf jeden Fall. Und wenn ich die sehe, so, dann kommt viel hoch. So. Vom Konzert, das Konzert kennt man ja, das gibt es auf Video. Kennst du dieses Live in 94, glaube ich, in Bukarest oder sowas? Ja, ich kann dich. Also, ich war auf der Dangerous Tour. Ah, ich okay. Dangerous. Nee, das war noch danach dann. Wie alt warst du da in dem Zeitraum? Ich muss so 12 gewesen. Okay, 10, ja, doch, dann so kann man sich noch ganz gut erinnern. Ja. War es so Dings, also bei Michael Jackson war sogar, hey, ich habe Michael Jackson gesehen, so voll klein Dings so, oder ja, wie weit standest du entfernt? Voll weit weg. Ja. Also, aber es gab ja diese krassen Leinwände so und dann die ganze Zeit auf den Leinwänden geguckt. Oh Mann, Dicker, das war so voll gewesen, dass mein Vater mich so auch auf die. Wir waren ja hinten auf. Das war ja so Fußballstadion so, weißt du, und wir waren hinten auf diesen Rängen so, weißt du, und mein Vater musste mich da noch so auf die Schultern nehmen, so, damit ich überhaupt was sehen kann, so, weißt du. Aber war das so ein, kann man sagen, einschneidendes oder prägendes Erlebnis? Weil Michael war so. Ey, diese Menschenmassen, so, weißt du, auch. Und als kleines Kind hast du so, ich habe noch nie so viele Menschen auf einen Haufen gesehen, so, weißt du auch. Und dann dieses Konzert, jedes Lied, krass, diese überkrasse Show, so, weißt du, die heute noch überkrass wäre, so, weißt du. Also für mich war in der Wahrnehmung immer so auch, es gab so Musik, dann war man Fan, dann gab es Stars, dann gab es Superstars, dann kam lange nichts und dann kam so Michael Jackson. Ja, so. War unfassbar auf jeden Fall. So, das ist so, weil man die Lieder, glaube ich, kennt. Die Leute sind doch immer zusammengebrochen, alle haben geweint, immer dieses Michael voll, und so, ne? Alter, ey, auf jeden Fall dieses hysterische Schreien von den Frauen, so, weißt du, auf jeden Fall immer krass. ich war nie auf einem Michael Jackson-Konzert. Ich wäre so sehr, auch als Kind habe ich mir immer gewünscht. Allgemein sehr wenig auf Konzerten, so, aber dieses Michael Jackson-Konzert war echt krass, Alter, auf jeden Fall. Ich kenne sehr viele, also, fast jeder, glaube ich, irgendwie, der sich mit Musik beschäftigt, so hat er die ersten Einflüsse bei Michael Jackson, glaube ich, ne? Dieses King of Pop-Ding, dass er so in alle Richtungen. Ja, unsere Generation so, meinst du? Ja, ne? Ja. So, also 70er, 80er vor allen Dingen auch, so sogar ein bisschen 90er schon noch, aber hauptsächlich 80er, würde ich sagen, ne? So Peak-Zeit. Ja, ich meine, meine Schwester zum Beispiel, die ist 87er und die ist auch voll mit Michael Jackson so aufgewachsen, so, weißt du, das ist eigentlich auch noch eine Generation, noch krasserer Unterschied, so, weißt du, und meine Tochter ist 15, die hört auch Michael Jackson. Krass, also, auf jeden Fall. Also aber es ist auch, glaube ich, weil ich sie dazu gebracht habe, so, weißt du, auf jeden Fall, hier, musst du hören, so, weißt du, wie es sich so. Aber trotzdem ist übertrieben, also wie genreübergreifend er Leute inspiriert hat, immer, ne, Musiker inspiriert, voll, so, ey. Also es war nicht nur erst King of Pop, weil er King of Soul, King of Rock, King of alles eigentlich, ne, so. Also, auch mein Vater, so, der war am Anfang überhaupt nicht cool damit, so, und dann waren wir beim Konzert, der war der größte Fan nach dem Konzert. Ja, stimmt, vielleicht muss man echt manche Sachen live wirklich, oder so. Der hat sich dann auch Alben gekauft und sowas und selber im Auto gehört und sowas und bis heute noch. Wie würdest du einem ganz jungen, ja, wenn du schon sagst, seine Tochter hört auch? Ja, jetzt nicht so krass wie wir so, weißt du, aber vereinzelt so auf jeden Fall. Wenn jetzt kennt auf jeden Fall Songs. Ein Teenager so, ich weiß gar nicht, wie ich einem Teenager sagen würde, wie krass die Bedeutung von Michael Jackson als Sänger war. Kann man auch irgendwie nicht beschreiben. Nee, oder, ne? So in wenigen Worten zusammenfassen geht gar nicht. War richtig, so voll, ne? Damals gab es ja auch Internet nicht so und man konnte jetzt nicht, du musstest ja so warten auf MTV, so bis die über ihn irgendwas gesagt haben, so, weißt du, oder berichtet haben, so, weißt du, und dann war es auch voll besonders, so, weißt du. Für mich, ich kannte keinen Menschen, bei dem so viele Leute so begeistert waren. Also er stand auch über allen Schauspielern, allen Stars, die ich kenne, allen Sportlern. Er war so die größte schillernde Figur, die es gab. Es gab auch also keinen größeren Personenkult, glaube ich, so auch. Rapper, Respekt vor ihm, so, ne? Inspiration, Biting, wie viele Michael Jackson-Doubles gab es, ne? So, ich weiß nicht, so, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, ich kenne keinen Song, der besser ist als Billie Jean. Ja. Also man sagt ja bis heute, dass das krasseste Album ist. So, ja, weißt auch, du? Also ne? Thriller so. Ja. Ne? Hast du den als Kind, kennst du diesen Film, The Jacksons, American Dream, glaube ich, heißt der? Ja, der so 8 Stunden geht, oder? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es waren 2 Teile.
Aber die Jacksons, halt die Familiengeschichte von genau, Michael. Ja, ja. Kennst du das? Es gibt so zwei, ich glaube zwei verschiedene. Ja? Es gibt einmal so eine 4-Stunden-Version, glaube ich, und eine 8-Stunden-Version. Ich meine so den richtigen Film halt, ne? So, also wo die, also ich glaube, der erste Teil ist mehr die Kindheit und dann das zweite wie zu Motown und Berry Gordy und so weiter, wie gehen so. Das war, glaube ich, das Inspirierende, dass, also dieses voller Musik, dass er als Kind schon so getrimmt wurde, halt die ganze Familie auch ein bisschen dieses, wenn Eltern, einen Traum, den sie selber nicht erreicht haben, auf die Kinder projizieren. So, es gibt ja auch oft im Sport oder so, wo die Eltern, sagen wir mal, Sport nicht erreicht haben, ihre Sportträume nicht erreicht haben und dann die Kinder dazu trimmen, sagen, los, wir müssen zur Olympiade, bumm, 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 geht trainieren. So. Und bei Joe Jackson war das eher mit der Musik so. Ja. Die hatten ja auch eine Gruppe, The Falcons und so weiter. Genau. Und dann hat er das, glaube ich, eher auf die Kinder. Und die hat ja auch krass geschlagen. Ne? So, weißt du, so. Und dann hat da Musiksoldaten erzogen, die waren ja. Auf jeden Fall. Ich meine, hast du die Janet Jackson-Doku gesehen? Ne? Die ist schon länger her. Da bin ich nicht so krass lieb drin. Da erzählt sie so halt, dass der nichts gemacht hat, so auf jeden Fall. Das, wer? Joe, so halt. Dass der die nicht geschlagen, also und wenn er sie geschlagen hat, dass alles so berechtigt war, immer so. Ach so, meinst du das? Ach so, dass das, glaube ich. Das spielt so voll runter so. Halt. Ah, okay. Oh, das ist krass. Also ich kenne die Geschichte so. Also LaToya hat ihn ja angezeigt, glaube ich. LaToya hat ihn angezeigt? Ich glaube schon so, Alter, auf jeden Fall. Ich weiß halt, Jermaine, von ihnen kennt man viel halt. Tito soll, glaube ich, viel abbekommen haben. Der kleinere, ne? Ja, da gab es die Geschichte mit der Gitarre und so, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen sehr von den Filmen geleitet noch, was die Storys waren so. Er hat auf mich auf jeden Fall schon einen sehr harten Eindruck gehabt, gemacht, so, ne? Ist auch so ein bisschen furchteinflößend auch. Ja, ne? Vielleicht passt das ja auch so. Aber vielleicht, wie es oft so ist, vielleicht ist ja die Wahrheit in der Mitte oder sowas, dass gerüchtemäßig das etwas überzogen oder übertrieben wurde. Ich kann mir so beides vorstellen, so auf jeden Fall. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass die krass getrimmt wurden. Ja, halt, voll. Ne? So, also sonst, die waren auch die krassesten einfach. Ja, so, auf jeden Fall. Wenn du die Shows so, die Bühnenshows und sowas, das ist alles durchdacht immer und alles hat seinen Plan, so, weißt du, auf jeden Fall ist es schon krass gewesen, so, ey. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde schon hart, so soldatenmäßig Musik zu machen, so, ich stell dir vor, du musst. Kann auch nach hinten losgehen. Ja, so einfach, so, du machst eine Choreografie, so eine sitzt nicht, so alle kriegen Schläge dafür, so. Das ist schon hardcore. Aber so, nur so funktioniert es. Auf die harte Schiene. Hast du auch so auf die harte Schiene selber angefangen mit Mucke, oder? Nicht Breakdance so. Breakdance war eher so die harte Schiene, Mucke war eher so Fun. So halt, okay. Ne? Gab es für dich so einen Übergang vom Pop zu Rap oder so? Oder war so der erste Michael Jackson-Fan und dann ging es los mit Hip-Hop? Ich fand, das hat irgendwie gar nicht so, das war so ein sehr softer Übergang. So, weil ich meine, ich habe früher so, weißt du, Eurodance so halt, ne? So, ich habe voll viel so Technotronic gehört auch und sowas und Snap und sowas so. Snap war der Shit. Da wurde ja auch gerappt, so, weißt du schon? So, Turbo B hat ja gerappt, so, Alter, auch auf jeden Fall. Und ja, das hatte alles irgendwie so ein bisschen, also so Michael Jackson und so. Und wie gesagt, bei uns zu Hause lief auch immer Musik so. Mhm. Mein Vater hat voll viel so Madonna, Joe Cocker, Phil Collins, so, weißt du, diese ganze 90er-Musik. Mhm. Und ich meine, wenn du die Beats so hörst, so, weißt du, die haben schon viel. Also Hip-Hop hat viel Einfluss davon. So, safe, weil, so, safe, ja. Das ist, und für mich hat das immer so alles so ein bisschen zusammen. Das war einfach Musik so, weißt du? Ich habe da nicht so. War Smooth Criminal erste Gangster-Rap oder Gangster-Musik? Wer weiß, Alter. kann man so die Anfänge da drin sehen? Alle sagen Schoolie D, nein, es war Smooth Criminal. Es war natürlich war Smooth Criminal. Also. Oder auch Bad, so, ne? Das war auch schön. Bad, war denn auch stell wirklich. Dir vor, Bad wäre mit Prince. Es gab ja immer die Diskussion damals, wer krasser ist, Prince oder nicht. So, viele sagen ja Prince auch, aber ich kann. Aber Prince hat Nein gesagt. Prince selber, ne? Prince hat selber Nein gesagt, weil er meinte, er rappt, er singt nicht die erste Zeile so. Mm. Your bird is mine. Ja. Der Arschkern. Warum so? Was ist los, Prince? Alter? Ja, Mann. Aber allein schon, das ist halt wirklich ein krasser Ritterschlag, überhaupt diesen Vergleich zu ziehen können. So, das ich finde, die beiden kann man gar nicht vergleichen. So, ja, nee, wenn dann nur Prince. Sonst gab es niemanden, also es gibt doch immer dieses so Tupac Biggie oder Nas Jay-Z oder immer dieses so, wenn es um
die Krone geht und sowas, ne, so. Aber bei Michael gibt's halt gar keinen. Und wenn's einen ansatzweise gibt, gar keiner ran. Ja, aber damit man einen Gegenspieler oder Kontrahenten hat, gab's ja halt diese eine Diskussion mit Prince. Ja, ja, ja. So, das ist so das Einzige, was es so, ja, gab halt, ne. Aber die gab's schon immer so. Bei Tupac und Biggie war's ja erst so nach dem Tod, so eigentlich, so, ne. Da, so ja, schon. Zu Lebzeiten war's nicht so, oder? Oder eigentlich, zum Schluss halt. So, ja, also da, wo die anfingen zu beefen, so, so da kam's automatisch. Ich bin Biggie. Ja, dass daraus eher East Coast, West Coast wurde, das war halt krass so. Aber haben ja die Medien so. Genau, voll, die haben es mit sehr krass gepusht so. Aber lass mal chronologisch bleiben. war Rap dein erster Berührungspunkt mit Hip-Hop? Oder kam B-Boying oder so vorher? Beziehungsweise Rapping vielleicht? Tanzen so. Ja? Also Michael Jackson und mich hat halt dieser Tanz halt voll krass fasziniert, so, weißt du? Und das wusste ich halt damals noch nicht so, dass Michael Jackson ja von Breakdancern gelernt hat, so, weißt du, auf jeden Fall. Jetzt gerade ist auch einer gestorben, dieser Poppin' Tekko. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der hat Break-In, kennst du den Film? Break-In? Ja. Der hatte eine Rolle gehabt auch und sowas. Ja, also ich habe erst getanzt so halt, aber während ich getanzt habe, habe ich auch schon gerappt. So. Ich habe halt immer so Technotronic, Snap und sowas alles nachgerappt, so, weißt du, oder MC Hammer, voll krass, ich war voll MC Hammer und Vanilla Ice, so, weißt du, auf jeden Fall. Und irgendwann konnte ich mich auch nicht mehr entscheiden, so. Ich habe alles drei, das waren die drei Sachen wirklich und in dem Zeitraum, die wurde ja auch überall gespielt, ne? So. Ja, voll. Ich war damals sogar jetzt noch Mini-Playback-Show. Ja, klar. Ich habe mich dafür beworben. So. Und hat nicht geklappt? Nee, hat nicht geklappt, zum Glück. Zum Glück? Oh, ich hätte so damals, gerne teilgenommen. Es gab einen Jungen damals. Ich glaube, es war sogar die erste Mini-Playback-Show. Lass mich nicht lügen, 1990. Vielleicht. Müsste man ja recherchieren, wann die wirklich die erste war. Aber es gab einen Jungen, der Michael Jackson nachgemacht hat, voll gut. Ja, gab es viele, ne? Zumindest den ersten habe ich gesehen und ich weiß, dass ich den voll gut fand. Ich wollte es unbedingt gut, ne? Machen. Ja. Und der hat auch gewonnen und die anderen haben ihn alle gefeiert. Ich war und ja so. Beim Casting gewesen und ich musste auch also meine Show vormachen, so halt. Wirklich? Und, erzähl mal. Das war im Kudamm gewesen. Du hast Mareike Amado getroffen. Nee. Achso, okay. Die war nicht da. Die war leider nicht. Okay, du bist zum. Hast du dich wirklich beworben? Bist dann genau, mit deinen Eltern? Meine Eltern haben mich. Okay. Weil du schon zu Hause gesungen, getanzt hast und so immer weiter? Immer so, okay. Wenn Besuch kam, so, okay. So hatte ich meinen Showtermin. War immer abgesprochen. Okay, so. Okay. Irgendwann so, ja, jetzt, okay, Besuch jetzt, kommt. Jetzt macht er wieder so. Von halt. Alleine oder wurdest du auch von den Joe Jackson? Nee, so? Nee, okay. Ich wollte immer. Okay, so, okay. Ich wollte immer. Entertainer von zu Hause, wenn es Besuch gab, auf jeden Fall. Ey. Und dann haben aber Zuspruch bekommen und alle gesagt, ey, melde dich doch da an, ja? Ja, ich wollte auch, also wir haben es auch immer geguckt, ich glaube Sonntagabend kam das so, hab immer mit meinen Eltern geguckt und dann auch dabei immer, ey Mama, ich will da hin, so, weißt du, auf jeden Fall. Und irgendwann haben die gesagt, ja, wir haben dich da jetzt angemeldet, so, okay. Du musst jetzt da zum Casting, so. Okay. Dann musste ich mir zwei Songs aussuchen, so, habe ich, Weißt du noch, welche? Ich weiß nicht mehr genau, ich weiß, dass Michael Jackson und MC Hammer genommen hat. Okay. Bei MC Hammer weiß ich, die sind Too Legit. Oh, ja, aber ich hab jetzt wirklich mit You Can Touch. Nee. Und Michael Jackson weiß ich nicht mehr, welchen Song. Ich glaube, Beat It, glaube ich. Oh, okay. Ich glaube, Beat It. Beat It was nice. Aber den konnte ich nicht vormachen, weil vor mir war auch einer, der hat Michael Jackson gemacht. Der war sehr, sehr gut. Oh, auch so. Okay. Also, da habe ich so scheiße. Und meine Mutter so, nein, du bist besser. Und klar. Ich so, nee, ich mache MC Hammer. Und MC Hammer war nicht so, fanden die vielleicht nicht so. Vielleicht auch der Song nicht so, der oder? Der Song war auch ein bisschen zu hart, glaube ich, auch so. Ich hätte Pray lieber genommen. Pray oder Touch Can Touch. Pray wäre krass. Konnte mal gut tanzen. Ich habe immer versucht, ich weiß nicht, hat der einen tanzen Namen? So, weil immer von der Seite rechts nach links. Also so. Ich wüsste nicht, wie das heißt, Alter. Aber es ist der MC Hammer-Move, Alter. Ja, also genau, einfach nur der MC Hammer-Move, stimmt. Aber das Beste waren die Hosen, Alter. Ja, die Hosen haben radiert. Okay, krass. Hast du eine Begründung bekommen, warum es eine Absage gab? Nee, das weiß haben, nicht mehr. Ich glaube, das haben die so ganz soft, weil Kind so, ja, weiß ja. auch und so. Weißt du, also gab es eine Enttäuschung oder gab es eine was? Ich war schon enttäuscht, aber ich habe das so weggespielt. Okay, so. War jetzt keine. War jetzt nicht so krass wichtig für mich. Okay. So das gern dabei gewesen, hat nicht geklappt, war aber jetzt aber. Ich wäre gern, irgendwie habe ich das Gefühl, ich wäre gern dabei gewesen, aber auch irgendwie auch nicht. Nee, so. Achso, okay, du freust dich ein bisschen, ne? Ich weiß nicht so. Ist das sowas wie Dings, so später, wo du dann angefangen hast zu rappen, dass du sagst, okay, zum Glück war nichts, dass nichts rausgekramt wurde? Ich hätte voll gerne eine Folge bei Mini-Playback-Show gehabt. Ja, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, wäre es ganz cool so eigentlich. Okay, aber du hast nicht aufgegeben, hast weitergemacht, vor allen Dingen mit Tanzen dann. Genau, erstmal, ja. Tanzen. Weil die meisten gerade in Berlin, die so mit
Rappen auch begonnen haben, sind meistens über Writing zum Rappen gekommen. Die waren bin meistens, ich auch sozusagen, ja. Also, du hast alles gemacht, ne? Ich hab auch getaggt so. Gesprüht, gerappt, alles. Ja. Hast du Beats gemacht? Ich hab's versucht. Ja, okay, ja. Also okay, allround hier, ja. Ja. Voll bescheiden. Damals mehr so, ja. Auf jeden Fall. Jetzt, ich mache halt noch so Kurse, ich gebe halt Workshops so noch. Und ja, rappen. Das Erste, was aber richtig professionell wurde, war dann wirklich Breakdance, ja? Genau. Flying Steps hat 97 oder wann hat es genau begonnen? 97 bin ich zu Flying Steps gekommen, so. Aber davor habe ich ja auch schon, also seit 94 habe ich angefangen zu breaken, so. Also richtig Breakdance zu machen. Vorher war es halt immer auf dem Schulhof, Michael Jackson, so Moonwalk und das, was man so kannte, so. Weißt du, was man im Fernsehen gesehen hat, unter Breakdance so halt, okay. So, weißt du. Okay, aber was waren denn so deine Special Power Moves so? Wo warst du? Jetzt sind wir da schon. Naja, wo, sagen wir mal, Mitte der 90er, so was so, ja. So gab es irgendwas, was sich so ein bisschen unterschieden hat von den meisten? So, jeder konnte ein bisschen Turtle, ein bisschen Handdrehen oder ein bisschen Helikopter. Ich kann sagen, dass ich war so ein Allrounder, so, weißt du, auf jeden Fall. Gibt ja Electric Boogie, Poplocking, Styles auf dem Boden, Power Moves und ich habe von allem so ein bisschen, so, weißt du, so. Und ja, das war so mein Ding eigentlich. Okay. Und alle wussten so, hast du der auch, Mann für alles so mäßig, so, weißt du. Hast du da schon, sagen wir mal, bevor es mit Flying Steps und so richtig losging, so, was war, hast du am Kudamm getanzt, hast du so ein paar Dings auch so, das waren ja auch so bei mir, ich hatte nicht so viele Moves drauf, aber wenn ich dann mit dabei war, so, gab es so ein paar Special-Dinger, die ich auch konnte und dann habe ich mich mal gefreut, zum Einsatz zu kommen, so. Wie waren das damals mit dir auch so, ein bisschen Kohle verdient und so, waren das die ersten Dinger? Ja, die erste Kohle habe ich auf dem Kudamm verdient. Ja, so wirklich mit Hut rumgehen und so, ne? Voll, diese ganze Standardsache, Linoleum auspacken. Ja, ich weiß nicht, ob du noch da, weißt du noch, wo WOM war früher? Ja, WOM und wo Wertheim war. Genau, ne, C&A war da. Ja, genau, weißt du, hinter Kudameck. Genau, und wenn C&A zugemacht hat abends so, dann haben sich da die Breaker getroffen und haben trainiert so abends so, weißt du? Genau, LA Park auch und so. Genau, und von da aus sind wir dann immer zur Gedächtnisküche und haben dann so ab 22 Uhr oder sowas dann eine Shows gemacht, so halt, wenn die ganzen Touris da waren. So, okay, also viel regelmäßiger, ja? Bei mir war es wirklich nur ab und zu. Zum Schluss war es sehr regelmäßig so. Auf jeden Fall haben wir auch gut Kohle gemacht. Okay. Hattest du schon, ein paar Crews davor, vor Flying Steps? Ja, meine Crew war Addicted to Battle. Ah, okay. Wer war dabei? Kennt man noch jemanden? Oder wie viel wart ihr? Also wir waren vier. Hermann, den kennt man auch. Ist auch Ukraine. Ja, genau. Das war mein Partner so, mit dem war ich Addicted to Battle und mit dem bin ich auch zu Flying Steps gekommen. Ah, okay, so. Ja. Er war auch später dann Flying Steps. Gleichzeitig, oder? Genau, wir waren ja eine Gruppe und die zwei von uns haben dann aufgehört und dann Hermann und ich waren dann nur noch alleine und wir haben sowieso immer mit Flying Steps so abgehangen und irgendwann haben die uns halt gefragt, so, ey, wollt ihr nicht komplett so bei uns dabei sein, so mäßig? Erzähl mal so ein bisschen, vor allen Dingen, weil ich weiß nicht, ich assoziiere mehr Naunerplatz und diese ganze Wedding-Ecke so da, Flying Steps halt da, aber bei mir war es, glaube ich, ein bisschen später. So die Anfänge von Flying Steps und so weiter, wie waren so Gründungsmitglied und so die ganzen... Ja. Also ich bin ja eher die zweite Generation Flying Steps. Flying Steps wurde 93 gegründet von Chico und also den City Rockers sozusagen, die haben denen den Namen gegeben. Da war ich 13. Da habe ich noch nicht so... Also war ich noch kein B-Boy, so, weißt du? Ich habe schon getanzt, aber ich war noch kein B-Boy. Ich glaube, Chico hat da schon Workshops gegeben in der Zeit schon, oder Deutsche Oper und so, die haben da schon richtig Action gemacht. Der hat schon Battle of the Year und gewonnen, glaube ich, und keine Ahnung. Ja, und Vatan und Amigo, die haben Flying Steps gegründet. Damals waren noch zwei andere dabei, Alicopter und cooler Name. Ja, mir fällt jetzt der andere Name nicht ein, ey. Crazy B und so war später, ne? Crazy B kam später, das waren ja Wedding B-Boys. Genau. So, auf jeden Fall. Die waren schon, ich glaube, die kamen schon, die waren schon 96. Mhm. Die kamen 96 zu Flying Steps, also Crazy B, Method Man und Cash. Ja. Und Hermann und ich kamen halt später, 97 noch. Wie groß war dann Flying Steps schon? Also zu Höchstzeiten waren wir 10, glaube ich. Mhm. Okay, und was waren so, als du schon dazu gestoßen bist, dann für Highlights so, was waren so... Hey, Digga, das war ein komplett anderer Film, so, weißt du, und ich hatte ja früher, ich komme ja aus Steglitz, so, weißt du, auf jeden Fall, und weißt du ja selber, so, Alter, als Steglitzer so nach Kreuzberg gehen oder Wedding, Alter, ist jetzt nicht so, aber ich war halt, ich hatte irgendwie immer so meinen Bonus gehabt, weil ich der Breaker war, so, weißt du, ich war nie irgendwas mit Stress oder irgendwie sowas, so, weißt du, deswegen konnte ich auch in die Noning gehen oder so, oder zum Nonerplatz, so, weißt du,
Ja. Kann man sagen, dass man quasi, dass du, ist ja auch ein bisschen dieses Hip-Hop-Ding, ne? So dass man sich über Skills, Respekt und Anerkennung verschafft und so. Hattest du der rauen Zeit in Berlin damals, wo viele Gangaktivitäten auch geherrscht haben und so weiter, war das so ein kleiner Schutzraum, auch wenn man in so einer bekannten B-Boy-Crew oder auch in einer Writing-Crew war, ne? So dass man sagt, ey, der gehört zu denen und denen. Genau. Der war jetzt zwar kein Banger so, der hat jetzt nicht irgendwie Leuten Gewalt angetan und so, ne? Der war jetzt nicht so gefürchtet, ne? Aber er war respektiert, ne? Weil er konnte krass malen, der konnte krass sprühen, der konnte krass tanzen und so, ne? Es gibt so eine Story halt. Ich habe bei der Berliner Meisterschaft mitgemacht. So. Wann war die? Die müsste auch so 97 okay. gewesen sein, war im Jahr gewesen damit. Und Maxim war da noch Jury, glaube ich. Fuhrt ist da aufgetreten, das weiß ich auch noch so, auf jeden Fall. Und ich habe da gewonnen und ich musste gegen einen Kreuzberger battlen. Im Jam. Da waren mehr Kreuzberger am Start. Und da waren sehr, sehr viele Kreuzberger und ich habe dann halt ein bisschen Kohle gewonnen und einen Karton von Southpool so. Okay. Und wollten die haben danach? Das wollten die dann haben, so auf jeden Fall. Aber dann kamen die Weddinger und meinten, ey, das ist einer von uns. Oh, okay. So, und ich 97? War 16. So, auf jeden Fall. Und war schon, ich dachte, jetzt knallt so, Alter. Und ich kann nie wieder nach Kreuzberg, so, Alter, auf jeden Fall. Aber dann war ich, da habe ich wirklich gemerkt, ich bin jetzt wirklich Flying Steps, so. Okay, Alter, nice. Ich bin einer von denen, so. Geil, also, die haben für dich eingestanden, die haben halt, ne? So, für dich so eingesetzt. Und das sind ja auch keine, weiß man ja, so. Ja, also, na klar. Aber das ist halt wirklich, also auch über, also was mich halt daran sehr freut halt, ne, so dieses, dass du Schutz quasi hast und auch Anerkennung und auch vollwertiges Mitglied halt bist, wenn die sich dafür einsetzen, weil es hätte wirklich knallen können, wenn die Kreuzberger in Kreuzberg sagen, ey, wir wollen den. Ich kann es auch, damals konnte ich es nicht so verstehen, heute kann ich es verstehen, da kommt irgendein kleiner Steglitzer, macht hier Welle, so, weißt du, gewinnt es auch noch, nimmt unser Preisgeld, so, weißt du, auf jeden Fall, was uns eigentlich zusteht hier, so, weißt du. Ja, kann ich verstehen, so, weißt du. Maxim war in der Jury, wie hat er denn abgestimmt? Weißt du das noch? Glaube ich, für mich gestimmt. Ja, so, krass, gut. Sehr Hip-Hop, ne? Cool, sehr cool. Der hat auch immer so, er ist der kleine Last immer. So, okay, das waren dann eher nicht die Hip-Hopper, sondern die Banger, ne? So, die wirklich gesagt haben, okay. Weil Fuhrhardt hat, also, für Fuhrhardt war der Abend nicht so cool, Alter, auf jeden Fall. Wieso? Er hat da gerappt auf Türkisch so halt und das fanden die Kreuzberger auch nicht so cool, Alter. Meinst du inhaltlich oder? Ich weiß ja nicht, was er gerappt hat, verstehe ich ja nicht so, weißt du, aber anscheinend war es nicht so cool, was. Okay. Damals war, glaube ich, von den Texten auch noch ein bisschen härter, so auf jeden Fall zu der Zeit, zu dieser MOR-Zeit Ja, dann lass mal zum Rap kommen, MOR. Gerne, Wie fing es denn an mit MOR? Warte, stopp, erstmal nein. Bevor du selber aktiv wurdest, was ich schon eingangs meinte, Rap-Einflüsse. Wir haben jetzt über Pop-Einflüsse gesprochen, du hast schon viele Namen gesagt, ne? Der Übergang zu Rap waren die, also Vanilla Ice, Snap, MC Hammer. Mhm. Ich sag mal, das sind für mich auch kindliche Einflüsse gewesen, so. Aber dann von, wo du schon so Teenager warst, jugendlich, so. Soll ich das mal sagen, wer mich zum Rap gebracht hat? Ja, wer? Dima. Dima? Ja. Wirklich? Ja. Oh, rest in peace an dieser Stelle. Mann, rest in peace, Alter. Oh. Ja, das überrascht mich. Ja, das überrascht mich auch gerade voll. Ich hab neulich dran gedacht und ich meinte, ich musste dir das erzählen. Oh, okay, krass, weil, ich habe jetzt mit einem Rapper gerechnet halt. Aber ist ein Rapper, Alter. Nee, ich weiß. Ich meine, also der ist so ein US-Rapper, der jetzt sagst du so, dieses, klar, bei mir war es Public Enemy so, und so, weißt natürlich du? Natürlich hatte ich so Einflüsse so. Ah, weißt woher? Du? Okay, warte, er war auf der Kopernikus. Kann es sein, dass ihr euch da kann genau. ihr euch da Ich war auf der Schmidt-Ott gewesen. Ich weiß nicht, ob du Schmidt-Ott kennst. Später dann Johann Thienemann und wir hatten keinen Chemieraum gehabt irgendwie und mussten dann immer zu Kopernikus fahren. Mhm. Und daher kannte ich, und damals gab es immer so Schulpartys auch und sowas und da wurde halt gebreakt und Dima hat ja auch ein bisschen gebreakt. Ja, voll, er war krasser Tänzer, Und dann haben wir uns so kennengelernt und durchs Breaken erst. Yeah. Weil wir haben dann zusammen gebreakt, wir sind auch zusammen mal nach Dresden gefahren oder so auf eine Jam und sowas, haben da gebreakt. Und er hat halt immer schon auf Englisch gerappt, weißt du, und dann hat ihm die ersten Texte so geschrieben. Auf Englisch? Auf Englisch. So, okay, also auf krass, Fall. Ja. Weil wir haben leider nie was aufgenommen, glaube ich. War das noch, bevor die Smoothie Diamonds waren? Bevor mit Steve? Oder war das in der Zeit? Kannst du das? Ich glaube, das war danach. Danach sogar? Danach, glaube ich. Oh, da sind wir ja, weil ich kann mich noch erinnern, er war gerade, es gab auf Kiss FM immer so eine Radiosendung und da war er voll am Start und hat da auch immer gerappt. So, da, wo man anrufen konnte? Eier des Tigers oder wie hieß das? Nee, das war so eine, ich weiß nicht, ob
Prime die sogar gemacht hat. Okay. Von Prime und Ossi, weißt du? Ja, ja, wie hießen die nochmal? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wie hießen die Gruppe von, weißt du noch? Ja, ja, klar, ich komme gerade nicht drauf. Ich weiß. ich komme gerade nicht drauf. Aber die zum Beispiel, Prime und Ossi. P-Rhyme, ja. Und Ossi war auf der Brömpi, so, und daher kannte ich den auch so, auf jeden Fall. Okay. Ja. Die beiden haben die Sendung gemacht? Die haben beide, glaube ich, die Sendung gemacht. Okay. Und Dima war da zu Gast, so, halt, okay. Und hat da gerappt, so, auf jeden Fall. Und ich hatte es auf Tape gehabt, so. Okay. Ja, ja. Englisch dann wahrscheinlich noch, weil Englisch. Er war ja Multi, ne, Russisch, Französisch, ne, so. Ja, der, wenn wir so von der Schule im Bus gefahren sind, so, der hat einfach den ganzen Bus unterhalten, ja, so, einfach im Bus gerappt der und so. Der konnte rappen, singen, tanzen, einer der multitalentiertesten Rapper, die ich kenne, ne, kannte halt damals auch. Krass, Alter, Dima hat dich zum Rappen gebracht. Das hat mich jetzt wirklich krass überrascht. Und Jascha war auch immer dabei. Ja, schon damals, ja? Ja, 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 der war immer mit Dima auch unterwegs, so, Alter. Okay, krass. Aber du hattest schon Rap, also du hast schon Rap gehört halt, ne? So. Voll, ja, ja. Na, du warst schon so als Konsument quasi so ein bisschen dabei, so? Ja, voll, also Hip-Hop voll, so, weißt du, also als Breaker bist du ja so voll. Okay, stimmt, die Songs laufen ja da, aber hast du schon so jetzt nicht nur die Songs gefeiert, die du jetzt so beatmäßig gefeiert hast und getanzt hast drauf, sondern auch Das war ja das Ding, so, wir waren nicht so die typischen Breaker, die auf der typisch klassischen Breakdance-Musik. Wir haben auch zu Wu-Tang gebreakt und sowas. So, voll. Wenn du so Nauna-Platz gekommen bist oder so, da lief Wu-Tang so. Ja, ja, oder stimmt, DMX stimmt. Oder ja, so. Ja, ja, stimmt, so. Stimmt. Weißt du, da lief kaum Breakdance-Musik so. Alter, stimmt, relativ spät dann aber schon, weil die Ma und so, also wenn ich jetzt, ich versuche mal die Zeit, bevor du aktiv wurdest, was du selber gefeiert hast, nach MC Hammer, nach Vanilla Ice. Sehr viel Run-DMC noch und dann kam schon bald Tupac so, Alter, okay, auf jeden Fall. Run-DMC waren die ersten? Ja. Ja? So, deswegen mit dem Namen auch wahrscheinlich, ja, ne? Voll, okay. Ja. Hast du dir zu der Zeit den Namen gegeben? Nee, das kam, also später. Mit Daryl Mac kam erst später, so zu Savage-Zeiten. Ach so, Alter, okay. Hast du als B-Boy einen anderen Namen gehabt, voll? Ja. Wie denn? Thor. Thor? Ja, ja, der Donnergott. Ach so, okay, so nice. Weil es immer gedonnert hat, wenn ich gekommen bin. Das ist doch gut. Cooler Spruch. Ich kenne viele, die wollen immer ihre ersten Rap-Namen nicht sagen. Ich feier den Namen heute überhaupt nicht mehr. Ich weiß, dass einige... Namen ja, nee, Alter, Thor finde ich gut. So. Jetzt gesagt, ja, finde ich gar nicht so. Nee, es gibt wirklich ein paar Rapper-Namen, wo ich dachte danach so, okay und ja, so. Ja, Rapper-Namen gibt es echt viele komische. Ja. Und viele wollen auch immer sagen, oh nee, oder dann haben die noch alte Sachen davon im Netz und wollen die... den ersten Rap-Namen nicht verraten. Das habe ich leider, nee, das habe ich Gott sei Dank nicht so. Okay, ich war schon immer Daryl. Okay, das kam, okay. Aber Thor als, mehr als B-Boy und Tänzer so und, okay, das heißt Run-DMC waren so die allerersten Sachen so, ne, dann konnte man auch gut breaken eigentlich dazu, ne, so. Ja. Und dann direkt zu Tupac rüber? Oder gab es einen Übergang? Oder waren es einfach hast du sowas wie eine Top 3, Top 5 an Lieblingsrappern gehabt? Ja, Tupac? Tupac und Tupac. Okay, lass es einsteigen, weil wir haben, wo war das? Bei Gigos Videodreh haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Und ich bin ja wieder über Tupac-Fan und ich suche seit 30 Jahren keinen, der knowledge-mäßig, wo ich immer sage, mit denen ich suche auch immer einen, der so ein bisschen mit, aber ich glaube, du bist da ganz anderes. Ich weiß, du kennst viele, weil wir haben auch immer, ja, hau rein, ey, gönn dir. Pfirsich ist der neue, das schmeckt richtig gut auch, ne? Oder Zitro ist ein bisschen kälter jetzt hier. Ich bin halt voll nerdig so ein bisschen, was so gerade bei Tupac angeht und knowledge-mäßig halt auch. Mhm. Also ich meine nicht nur, ich bin vielleicht nicht der größte Fan, vielleicht gibt es andere, die konsumieren die Mucke vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich habe sehr viele Jahre, glaube ich, mit jedem Fetzen verbracht, den ich gefunden habe, über Tupac noch vor Internetzeit halt, ne? Und mich hat dann überrascht, dass du auch einige der Bücher gelesen hast, ne? Du hast Frank Alexander gelesen und genau, so, ne? Also, wann fing es bei dir an? Wann hast du Tupac entdeckt für dich? Und boah, wie? Alter. Weißt du das noch? Also ich weiß noch auf jeden Fall, wo Hit 'Em Up rauskam. Oh, das ist etwas spät. Ist sehr spät, so, ne? Aber da war ich halt auch, da war ich 15. Ja. Hit 'Em Up kam 96 raus, da war ich 15, so, weißt du? Und mein Englisch war noch nicht so krass, aber ich habe diese Energie und was der da alles so, ey, das war für mich voll krass. So, okay, Alter, also das heißt, mit dem Diss-Track hast du angefangen und dann hast du rückwirkend vielleicht ein bisschen nachher gedickt, so? Ja, und dann habe ich mir, glaube ich, Strictly for My Niggas geholt. Oh, ja, ich liebe dieses Album, Alter. Ja, das war das
Ich glaube, das war mein erstes Tupac-Album, yeah, was ich mir gekauft habe. Okay. Ich habe auch ein bisschen spät, glaube ich, also Me Against the World, was ja danach kam, yeah, da habe ich so komplett, ich kannte Tupac vorher schon, aber da gehört er noch nicht zu meinen Lieblings-MCs, so, nicht zu meinen Lieblings-Rappern so. Yeah. Aber so ab Me Against the World und dann habe ich auch angefangen, rückwärts mehr zu diggen. So. Bei Me Against the World habe ich ihn angefangen, richtig zu feiern. So, Alter. Weil das war, ich glaube, das Album, das habe ich nie geskippt und so weiter. Nee. Da war es. Aber was war bei dir? Also, es war die Energie, so, die dich mitgerissen hat? Voll. Oder? Ne? Voll. Das war das. Ja. Und hast du auch dann im Nachhinein, also, weil du, es gibt ja halt einen Unterschied zwischen Musik feiern und ja, auch dieses Ganze drumherum. So, ja, ne? Ich. Diesen Beef habe ich damals gar nicht so verstanden. So. Mit Biggie meinst du? Mit Biggie, du ja, okay, ja. So, warum der jetzt so sauer ist, so, Alter, auf den. Ach so, in welchem Kontext hast du denn hier mal abgehört? Wusstest du, wer Biggie war? Ja, schon. So, aber ich habe Biggie immer. Ich so, ey, was will der von dem, so, Alter, auf jeden, okay, Fall? Was, der ist doch gar nicht auf seinem Niveau, so, Alter. Ich habe Biggie gar nicht gepeilt. Er ist also, viel, viel später so. Ah, weißt du, okay, also du warst gar nicht von dem. Ich fand halt diesen Vergleich immer sehr unfair. So, ey, viele haben mal. Bist du Tupac, bist du Biggie, ne? Das war ja auch immer so eine Frage. Mann, ich war früher so drauf, wenn du Biggie gehört hast, habe ich nicht mehr mit dir geredet, Alter. Auf jeden Fall. Ich schwör's dir. Und das war so. Ich meine, bei MOR, weil ist Justus, der war voll der Biggie-Fan so. Also, was heißt Fan? Der fand Biggie halt Justus besser. Jonas hat Justus Biggie mehr gefeiert und du hast Tupac mehr gefeiert. Und ich war voll so, jetzt rede ich erstmal nicht mehr mit dem. So. Innerhalb der Gruppe. Wirklich, wirklich. Dieser East Coast, West Coast Beef spaltet Crews. So, und später habe ich dann auch natürlich auch dann angefangen, Biggie zu hören, okay, und zu feiern. So. Weißt, okay, du? Also das heißt, du hast Biggie kennengelernt über den Diss von Tupac, genau, sozusagen. Ja. Okay, krass. Ich habe ihn schon auf Mixtapes gehört. Mhm. So, ich hatte mal so ein PF Cutten Mixtape oder sowas. Da war auch, waren auch Biggie Parts drauf, so, auf jeden Fall. Fand ich auch cool so, aber es, wenn ich Tupac gehört habe, es war was ganz anderes so, also auf jeden Fall für mich. Ist krass. Also ich weiß, dass oft Leute so waren, ne? Entweder Dre oder Easy oder der, ja, ne? So immer dieses, ich konnte zum Glück beides sehr gut feiern so, habe aber trotzdem den Vergleich unfair gefunden so, weil. Erstens, ich meine, Tupac war länger am Start, weißt du, das ist ein bisschen wie Lehrer gegen Schüler, ne, also Biggie hat sehr viel von Tupac halt, ne, so gehabt, und dann zu sagen halt, so ein bisschen wie mit Prince und Michael Jackson, was wir vorhin geredet haben, ich fand's halt krass dann, dass Biggie nach einem Album auf einmal mit ihm verglichen wurde, wo gibt's denn sowas, weißt du, so, Pac hat schon vier Alben draußen, hat krasse Filme gedreht, so, der war schon deep im Game, ja, so, Superstar, so, ja, meine ich ja, und Biggie selber, der hat alles von ihm gelernt, der war schon für ihn Superstar, Level Biggie war ein Fan von Pac und hat sehr viel adaptiert, wie kann man denn dann sagen, Biggie war besser, so, ne, ich verstehe aber natürlich den direkten Vergleich im Handwerk, ne, also wenn man jetzt sagt, wirklich was Rhythm and Poetry angeht. Wenn wir jetzt nur über Rap reden, da war Biggie schon. Also, ich glaube halt, wenn die beide, weiß ich nicht, 94, 95 da live gebattelt hätten. Also, hätte Tupac schlecht ausgesehen. Ja, da wäre Biggie, ne? Kennst du diesen Freestyle, wo die am Tisch rappen? Der hat Tupac gar keinen Bock. Digga, Alter, er hat das angefangen. Er hat einen Skate, ja, Freestyle, genau. Flow. Digga, Alter, er hat geil. Digga, das Biggie ist Maschine. Deshalb, Alter, und deswegen hat er bei Hit'em Up auch kennst gerappt. Kennst du es, wo er auf der Straße rappt? Ja, ja, na klar, mit 17. Ja, ja. Und, ja, ja. Digga, was hat der gemacht, Alter? Biggie hat halt, deswegen war er auch ein bisschen arrogant, so was Rap angeht, ne? Oder Kaki so, dass er halt sich niemanden auf Augenhöhe gesehen hat im Rap halt, ne? So, ich weiß, Biggie hat halt einfach, ich kann mich erinnern, wie er gesagt hat, dass er das erste Mal nach diesem Method Man Feature bei The What, das ist ja das einzige Feature auf Ready to Die, er rausgegangen ist und meinte, hey, shit, I think he got me, so, weißt du, er war echt, so ein bisschen so, ey, Method Man war ja der Einzige, den er auf Augenhöhe gesehen hat, echt, so. Ja? Ey, der hat mit Nas nicht mal gerappt, immer. So, weißt du, so. Nee, Jay-Z war ja ein Schüler, das ist ja noch eine Dings, Jay-Z war mehr Schüler von Biggie, ne, so, das war ja eher so, 96 kam ja dann Jay-Z erst richtig, also die paar kleinen Sachen davor. Ich glaube, ich habe neulich gesehen, so Biggie ist in dem ersten Jay-Z-Video noch drin, so, Alter. Ja, so, klar, bei dem Schwarz-Weiß-Video, ja, genau, ja, genau, na klar, so na klar, der President. Ja. Ja, ja, na klar, deswegen, also Biggie hat ihn so ein bisschen mehr auf the map gebracht, so, ne, so, und deswegen, also das ist, also Biggie kam nach Pac und Jay-Z kam nach Biggie halt, ne, so. Deshalb, ich konnte es schon verstehen halt, weil, wie gesagt, wenn ich das Handwerk allein anschaue, Tupac hat immer überdurchschnittlich gerappt, so, ne, immer. Ja. Überdurchschnittlich gut gerappt und so, aber Biggie hat halt rein lyrics-mäßig und Flows Technik und reimtechnisch und so krassen Upstep gemacht halt. Voll, und Alter. Da gab's halt, ich glaube, das einzige Battle, was ich da auf Augenhöhe gesehen hätte, was, glaube ich, das krasseste Battle in den 90ern gewesen wäre, wäre Biggie gegen Big L. Also wenn ich jetzt nur von einem Rap-Battle rede. Oder? Alter. Aber ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, schon auch sagen,
Biggie, Alter. Ja, also die haben beide Humor, beide gute Rhymes. Also ich sag ja, das wäre. Ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, ist Biggie. Ich würde ihn wahrscheinlich auch favorisieren, so, aber ich sag ja, der Einzige, wo ich glauben würde, der eine Chance hätte halt. Ne? Ja. So, jetzt wirklich bei einem Live-Battle. Ich glaube, Biggie hat ja auch deswegen, der hat ja deswegen gerappt. Der war ja kein. Der war nicht drauf aus, Hits zu machen. So. Der wollte einfach auf der Straße battlen, so, ja, weißt du, auf jeden Fall. Ja. Und daraus, Puff hat dann gesagt, mach mal daraus Hits, so wahrscheinlich. Genau, so, genau, weißt du, genau. Ich geb dir die richtigen Beats, so mäßig. Genau, so, weißt du. Zum Star hat ihn dann mehr so Puffy gemacht halt, ja. Und so, aber er war halt wirklich der Rapper und vor allen Dingen, was er dann halt adaptiert hat von Tupac, war ja dann halt inhaltlich, ne, so. Ja, Tupac hat, guck mal, er hat ja auch voll viel über Tod immer so gerappt, so, ne? Genau. Und Tupac meinte so, Digga, wenn du so Erfolg und richtig, dann musst du mal über die Bitches reden, so, weißt du. Ja, aber das kam vom Pack. Ich meine auch das Tod-Ding. Tupac hat ja auch voll. Das war gar nicht Biggies Thema. Biggie hat, Tupac sagt ja auch, er hat ihn ja entdeckt, als er Party in Bullshit gerappt hat. Und da merkt man halt, dass guck mal, der Style vor Pucks Einfluss und guck mal den Style von Biggie nach Pucks Einfluss. Und das Album von Pack, was Ready, Are You Still Down, kennst du, ne? Das war ja eigentlich 94 recorded, so 394. Kam aber nach dem Tod raus. Genau, es kam nach dem Tod raus, weil er die nicht draußen haben wollte, die Songs. Aber eigentlich hieß das Album Troublesome. Ich weiß gar nicht, wer eigentlich, es war der Arbeitstitel damals, aber ich weiß gar nicht, wer es Are You Still Down genannt hast. Also ich fand, es war vielleicht der krasseste Song da drauf. Er hat das. Ich glaube nicht, der Song hieß einfach Are You Still Down. Ich glaube, die ganzen Songs, die sind ja auch überarbeitet gewesen, die waren überhaupt nicht mehr raw, so wie Tupac das haben wollte, immer so. Wahrscheinlich, genau. Und aber da die in diesem Zeitraum diese Songs vom Park gepumpt haben, dann hat erst Biggie angefangen, auch darüber zu rappen. Ready to die, Suicide Thoughts. Ich meine, die ganzen Lyrics auch. A true thug, that's me, dies, voll, das. Voll die Selbstmorddinger und das sowas, auch, aber auch diese ganzen. Mann, Thug Life, das war Pack, ne? So, der war das ganze Thug-Ding. Auf einmal hat Biggie auch angefangen, hier bei Everyday Struggle und so voll auf Thug und so zu rappen, halt diese ganzen, da sieht man halt, der Einfluss kam sehr über ihn halt, ne? Ja, ey, geil, ich feier voll den Talk mit Biggie und Pac. Ich bin selten, dass ich so ins Detail halt oft gehen kann, so. Nichtsdestotrotz, ich wollte halt sagen, dass dann der Vergleich für mich immer komisch war, wenn jemand so viel von Pac lernt halt, dann ein Album droppt, was übertrieben geil ist. Ich mag Ready to Die. Für mich war Ready to Die und Me Against the World schon, die sind inhaltlich total unterschiedlich. Ne, so. Me Against the World ist halt sehr deep halt, ne, so, aber ich habe beide Alben schon so krass gefeiert, dass ich da nichts geskippt habe und das mache ich sehr. Also es gibt nicht viele Alben, wo ich gar nichts skippe. Ja. Selbst bei All Eyes on Me gibt es ein paar Songs, die ich nicht so... Echt? Heißt Founding und Scandalous mochte ich. Ey, da dachte ich mir auch, Alter. Ach, magst du auch nicht so? Nee. Okay, es gibt ein paar Songs, wo ich denke, letzte nee. Der letzte auf der ersten. Auf der ersten Seite. Ich meine, es war natürlich, ich will das nicht runterreden. Ich kann jeden nachvollziehen, auch wenn ich sogar nicht selber sagen würde, das ist vielleicht das beste Album ever, so was es gibt. Erste Doppelalbum auch, ne? So. Rap-Doppelalbum. Genau, Rapper, klar. Dings Rap-Doppelalbum und so weiter, aber selbst da meine ich. Also ich bin halt, es gibt nicht wirklich viele Alben. Doggy Style, Illmatic, Ready to Die, Me Against the World und vielleicht noch, weiß ich nicht, so viele, die ich wirklich null skippe, ne, so eine Handvoll, vielleicht kriege ich nicht mal 10 zusammen, ne, so. Ja. Ja, aber wie auch immer, also ich wollte darauf hin, ich fand's halt krass, dass dann Biggie mit ihm verglichen wurde, das hat ja auch Tupac immer gesagt, er meinte, er konnte gar nicht fassen, wie er aus dem Knast kam und meinte, hä, der ist jetzt ja hier der größte Star, weißt du, so, was von wegen Player, Mayer und so, das war... Pack war der Player, ne? So, der hat eigentlich und dieses, auch dieses Versace-Ding und so. Das ist auch, also da gibt's halt, aber Biggie hat kaum Versace getragen, Alter. Aber er hat trotzdem gebraggt, dass er damit angefangen hat. Kennst du das, wo er war auch bei MTV Raps, wo er sagt, ah, started that shit, it's over. Er hat mit Versace nicht angefangen. Vor allen Dingen Versace, die haben ihn ja angerufen. Tupac hat für Versace gemodelt. Die Story mit Frank Alexander in Italien? Wie er abgehauen ist. Er war so 10 Tage verschwunden. Einfach weg, einfach. Oder? Frank Alexander hat nochmal erzählt, also er war halt ein Albtraum für einen Bodyguard halt, ne? Alter. Was ich geil fand, war, dass... Also Tupac war ein Albtraum für ihn, meinte für jeden Bodyguard, weil er halt, die Bodyguards sind gewohnt, dass sie die Stars von den Fans schützen müssen. Yeah. Und Pac war so derjenige, der in die Schlägereien reingesprungen ist. So ähnliche gibt es auch mit DMX. Ja, der war ja auch so, ne? Also ist wirklich Albtraum für die Bodyguards. Hast du die Szene im Kopf, wo Frank Alexander erste Mal Hit 'em Up gehört hat?
Nee, was? Nee, da war er auch. Er meinte irgendwie, er ist morgens aufgestanden und so normal, so eine Frau hat Frühstück gemacht, er sitzt da und hört einfach, dass dieser Song draußen ist und er dachte mir, was hat der getan? Das ist der Job. Er ist zurückgegangen und meinte, ey, du musst jetzt eine Weste tragen, du kommst damit nicht raus. Was hast du dabei gedacht jetzt hier, East Coast, dies, das, diesen ganzen Diss so und pack es, ich glaube, es war in einem Trailer bei einem Filmdreh und der hat dann den Song aufgedreht und gleich mitgerappt und sagt, das ist, weißt du, pack ist halt ein bisschen crazy gewesen, hat. Pac hat auch sehr viel Glück gehabt mit ihm. So, mit Frank Alexander? Ja, voll. Er war ein guter Bodyguard halt, ne? Cooler Typ so, Alter. Ja, ja. Aber ich meine, so die meisten, gerade jemand wie er, die wollten gar keinen. Aber der kam von Schuck, oder? Der war von Schuck, oder? Ja, ja, der war ein offizieller war Bodyguard. Tupac, also, so, nee, Tupac nee, hat nee. Ihn nicht mitgebracht. Nee, oder nee, 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 auf keinen Fall. Ich glaube auch, ich weiß gar nichts von dem Bodyguard vor Death Row. War, hatte Pac da Bodyguards? War Interscope oder so? Hat ihn, glaube ich, da keine gestellt, oder? Das fällt mir jetzt. Meinst du noch, wo er in New York war und sowas? So? Oder? Ja, auch da. Also, ich meine, wo er West Coast war, war ja Shook Knight am Start. Und ja, also nach dem Gefängnis, meinst du? Ja, so? Ja, ja. Ja, immer irgendwelche. Ja, Leute da war es halt, okay, ich meine, die Death Row Artists mussten halt wirklich geschützt werden. So. Ja, ja. Und da war ja immer ein Haufen auch Anhängsel dabei, wahrscheinlich. Genau, genau, genau. Ja, also, ich war auch schon sehr auf Pack halt, wie gesagt, allein schon. Weil ich jetzt das Gesamtpaket bewerte und dann sage einfach, ey, was der in 5 Jahren geleistet hat, kann man halt nicht mit ein, zwei Biggie-Alben können nicht 10, 15 Tupac-Alben aufholen, ne, so, das ist unmöglich, deswegen hängt für mich der Vergleich eigentlich immer sehr, sehr stark und so und vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch so generationsmäßig sehe, wie das runtergespielt wird, ich weiß nicht, hast du T-Pain mitbekommen? Was hat er gemacht? Der hat gesagt, dass Tupac lyrisch hier begraben werden würde von den heutigen Rappern und so. Ist einfach, ich denke mir, hat der sie noch alle, Alter, so. Was für ein Film ist der? Ja, also Mr. Autotune persönlich so, weißt du, sagt halt, dass der da also wirklich auch so, wie hat das ausgedrückt? Der would ate his ass up. Wenn heute Social Media am Start wäre und wäre Tupac, die würden ihn halt fertig machen. Vor allen Dingen lyrisch so. Und ich denke mir, von wem redet er? Ich meine, Tupac wäre jetzt 50 oder keine Ahnung, also auf jeden Fall. Und Tupac, ich meine, der würde ja auch, wäre ja auch mit der Zeit gegangen wahrscheinlich. Genau. Meinst du, der wäre jetzt immer noch so, würde wie 96 werden oder was? Das ist so der Vergleich, der hinkt. Also mir kam das so vor, wenn er sagt, heutzutage würden die Rapper, wobei ich finde, die Lyrik ist ja krass gesunken, lyrisch der Inhalt halt, ne, so. Ja. Und der Fokus liegt ja nicht mehr so stark darauf, dass die Tupac auffressen würden, so. Da dachte ich so was, als ob Tupac hat immer überdurchschnittlich gut gerappt halt. Voll. Und auch vor allen Dingen lyrisch, so, ne, so, wie kann er halt diesen Standard von jetzt 30 Jahre später oder 25 Jahre später vergleichen mit dem Level von da, als ob er nicht mit der Zeit gegangen wäre, wie du gerade gesagt hast halt, ne? Biggie genauso, was wäre mit Biggie jetzt? Ist das so, also ich weiß nicht, kann man sowas ernst nehmen oder ist es einfach nur Trollgehabe, dass er sagt jetzt, weißt du so. Ich glaube, der will einfach irgendwie Aufmerksamkeit so gerade. Ich meine, Cloud Chasen auf Tote, ist das nicht dann wirklich doppelt so wack dann? Weil ich meine, wenn er, warum nimmt er denn dann Tupac? Wack, warum nimmt er nicht Ice Cube? Warum nimmt er nicht Snoop? Warum nimmt er nicht Chuck D, Leute, die noch leben? Weißt du, was ich meine? So, dann, weil die könnten sich jetzt dagegen wehren. Die könnten sich wehren, so. Weil, das will er wahrscheinlich nicht. Die so, würden das niemals sagen, wenn Pac noch leben würde halt, ne? Ja. So, das ist so, deswegen, ich meine, ich bin ja voll. Wer weiß, vielleicht tut das ja noch. Hast du an diese Verschwörungstheorie geglaubt? Ey, Digga. Warst du einer von den Seven-Day-Theory-Typen? Tupac hat noch gelebt? Bestimmt irgendwann mal. So habe ich auch mal dran geglaubt. Ja. So, auf jeden Fall. Wegen Machiavelli oder was hat dich davon, was hat dich sehr stark davon überzeugt? Ja, auch was man so für Geschichten gehört hat. Dass, Kuba. Okay, oder weißt du, dass er einfach Schulden bei Schuck hatte und einfach von Schuck weg wollte? So, oh, aber du hast nicht geglaubt, dass Schuck ihn erschießen lassen hat. Nee, aber dass er vor Schuck einfach weg wollte so. Und deswegen abhauen musste so irgendwie und deswegen seinen Tod vorgetäuscht hat. Und vor allen Dingen mit dieser Machiavelli-Theorie. Machiavelli hat es ja auch gemacht. So, also ne? Doch daran, ne? Das ja, ist irgendwie so, weißt du, und als junger Typ so, hat man daran so ein bisschen geglaubt so vielleicht auf jeden Fall. Aber jetzt, es soll ja jetzt wieder so ein Film rauskommen, wie er anscheinend abhaut. So nach dem Krankenhaus im Helikopter und dann ab nach Hawaii oder nach Kuba wahrscheinlich. Oder Kuba. Ja, ja. Und das heißt auch irgendwie Escaping from, keine Ahnung. Mir kommst du vor, als ob du immer noch ein Stück in dir vielleicht sagt, eventuell ist das möglich. Nee. Oder schließt es nicht ganz aus?
Oder schließt es aus? Eigentlich schließe ich es aus. Ja, so. Oder es ist ein Wunschgedanke vielleicht oder so. Also ich meine, diese Theorie ja, aber war was schon. Was wäre denn jetzt? Er war jetzt 20 Jahre weg oder 30, Alter, auf jeden Fall. Was ist denn jetzt mit ihm? Naja, das Ding ist ja halt wirklich, okay, wenn wir schon darüber reden. Also diese Seven-Day-Theory war schon crazy, ne? Mit dieser ganzen 7 und 25 und Las Vegas und die Uhrzeit und das Datum und dies und das. Das habe ich erst später alles gefallen, mit der 7. Alter. Ach so, okay. Das ist alles so auf 7 und er sagt auch voll oft Sachen mit 7 und sowas. Kennst du diese Stelle im Machiavelli-Album, wie das Machiavelli-Album beginnt, wenn du ganz aufmerksam zuhörst? 7 Gongschläge oder sowas? Nee, bevor sogar der erste Gong kommt im Intro, ganz leicht im Hintergrund, Schirk Shadam, wenn man, kennst du das? Nee, oder? Das, was? So, hörst du dir mal an. Ich geh gleich nach Hause, Alter, das Erste, was ich mache, ist... Also, es gab viele Theorien, die das befürworten, und es wurde auch gesagt, was Gaddafi oder wer soll das gewesen sein? Wurde auch kurz danach erschossen, aber weißt okay, du? Kann sein, weißt du, weil dieses Album kam auch nach seinem Tod raus, so, weißt du? Und der hat, das klingt auch sehr, sehr gut gemastert, so, weißt du? Nicht wie seine anderen alten Alben, so, finde ich. Alter, die klingen alle ein bisschen raw, so, weißt du? Auch das All Eyes on Me, was das krasseste eigentlich ist, so, weißt du? Also Upstep auf jeden Fall, was die Qualität angeht. Ja. Aber ich meine, was diese Gerüchte befeuert haben, dass er noch leben sollte. Was war es denn bei dir? Das Album auch irgendwie. Ich dachte, wie kann der denn jetzt, der ist doch tot, wie kann der denn ein Album rausbringen, so, weißt du? Aber das ist klar, dass er vorher das recorded hat, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Oder dieses, dass er halt so präsent im Fernsehen war, noch immer noch 97, 98, 99. Ja, und dann kam ja, gleich, ich glaube, dann kam Changes raus, so, ne? Ja, das war 3 Jahre fast später, glaube ich. Echt? Changes war ein bisschen, Wann kam 97? Also ich glaube, das erste Album nach seinem, also Machiavelli halt, zeitgleich fast, ne? Ja. Aber ich glaube, Are You Still Down war schon das 98, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, es kam Gang-related und die ganzen Filmdinger noch und so weiter. Ja. Aber Changes kam relativ spät, glaube ich. Was ist denn dein Lieblingsfilm eigentlich? Vom Tupac? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich würde schwanke ein bisschen zwischen Above the Rim, obwohl kann man sagen, es ist ein Tupac-Film, ja, ne? Voll. Und Juice. Ne? Juice ist krass, also ey. Juice halt, weil er die böse Rolle spielt, die er gut spielt, finde ich halt, ne? Wie fandest du Gridlocked? Auch gut. Ich mag die Tupac-Filme. Ich mag auch Poetic Justice. Bullet habe ich am wenigsten geguckt. Genau, so. Den mit Mickey Rourke. Ne? Genau, aber auch Gang-Related fand ich geil. Ja. Die Junkie-Rolle spielt da super. Voll. Er hat halt wirklich, er ist wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler gewesen. Ja. Ich meine, mit er konnte harte Rollen spielen, böse Juice, Rollen die Rolle spielen. Überkrass. Aber wie er da drinne ist in dieser Rolle, Alter. Ich glaube, kennst du die Casting-Geschichte davon? Ich glaube, dass da Stress gab auch. Nee, Tretch sollte die, glaube ich, spielen. Von Naughty by Nature? Ja, genau. Und der hat ihn mitgenommen. Die waren ja damals schon befreundet. Ja, die waren cool. Und Puck hat irgendwie das Skript genommen und meinte, du musst so und so und so und so machen. Genau. Und Tretch so weiter, ey, geh du doch vor. Ja, genau. Und dann hat er das wirklich Dings. Und der hat das halt wirklich sehr überzeugt. Der war halt sehr krass in der Rolle drinnen, ne? So. Und ich fand halt, ich konnte ihn nicht leiden in dem Film. Und das hat er halt als Schauspieler, ja, genau. Das hat er echt gut gemacht. Dass du als Freunde erschießen. Ja, und nee, dass du als Fan, den du eigentlich geil, du findest ihn ja cool. Und dass er die Rolle so ekelhaft spielt, dass du den aber nicht leiden kannst. Mit dem Film ist er so zum Star geworden auch. Genau. So, ne? Oder? Viele haben auch gesagt, dass er erst da diese Gangsterrolle so ein bisschen angenommen hat. Ja. Dass er vorher mehr auf diesen Poetry- und Revolutionary-Film war, Panther Power und so weiter. Ich mein, Tupacalypse ist ja auch nicht so krass hart, finde ich jetzt so. Also gangstermäßig. Ja, jetzt voll. So, also weißt du, ist ja eher Message, Revolution und genau, sowas. So, weißt genau. Du? Der größte Hit ist ja Brenda's Got a Baby von dem oh, Album, ja, oder? Ja, ist auch die Überstory, ne? Also krass, ist einer Digga, für mich immer noch eins der besten Storyteller ever, ne? Voll, Alter, Gänsehaut des Grauens, ja, wo er diese Story gekickt hat. Ja, da war nicht wirklich, da war auch noch nicht so viel tätowiert und so. Viele haben ihn ja Bishop auch genannt. Diese ganzen Thug Life Tattoos und so hat er ja alles danach erst ne, gemacht. Und kennst du dieses Video, wo er durch New York läuft und wo der Film das erste Mal läuft? Nee. Und da ist er ja halt so ein bisschen, da sieht man schon halt, da hat er ein Bootleg von seinem Tape gefunden, also so einem Kiosk und so, das verkauft wird. Yeah. Und dann hat er so, hey, was verkaufst du hier mein Tape? Er kriegt kein Geld, war was Dings. Und dann hat er das runtergerissen und so. Ach, echt, ja? Ja, da war ich schon. Ein bisschen auf Höhenflug oder was? Er war halt sehr, ja, ein Hitzkopf halt, ne? Ja, der hat ständig irgendwo ein bisschen. War sehr laut gewesen. Ja, ja, genau. Ja. Und das war halt auch ein witziges Ding. Und er hatte ja, glaube ich, auch Schwierigkeiten,
im West Coast ein bisschen anzukommen halt, ne? Ja. Der war ja voll in diesem New York-Film oder East Coast-Film, Oakland, also nicht bevor er noch in Oakland war, meine ich, Baltimore, so wie er geredet hat, hat man halt gemerkt, dass er nicht von da ist. Ja. In Marine City hat er am Anfang Ärger gehabt halt ein bisschen. Er hat Boots getragen, diesen Flattop, die haben sich ein bisschen lustig gemacht drüber und so, ne? Kind Playmäßig. Ja, genau, wie der aussah halt. Ne? So. Aber trotzdem eine große Klappe hat er halt, ne? So, der hat echt Mund nicht halten können, ne? Du hast ja den Film bestimmt auch gesehen, ne? Diesen All Eyes on Me Film. Ne? Ja, ja, safe. Was gab's? Ich weiß, er hat irgendwie da auf Polizisten geschossen. So, ja, ne? In Atlanta. Aber er selbst hat nie wirklich so darüber geredet, so irgendwie. Doch, Echt, ja? Ich habe das nie mitbekommen. Guck mal, so, allein Alter. Fuck the World by Me Against the World, da wo er sagt, so, den Cops, da, then you wonder why I shot him und so weiter. Okay. Ne? Das fand ich halt schon krass. Ich finde das schon krass. Für auf Polizisten schießen, Alter, kommt man da nicht in den Knast, Alter? Na klar, aber in dem Fall waren sie halt schuldig, die waren off-duty, ne? Die waren ja halt nicht im Dienst. Ja. Aber er hat halt ständig. Aber alleine, dass er auch Knarre hat und sowas, ist das, reicht nicht das alleine schon? Na, er war vor Gericht deshalb, ne? Okay. Auf jeden Fall. Es gab halt ein Dings, aber er war halt im Recht. Es war halt wirklich eine Not. Nicht verurteilt. Also. Nee, er hat halt gesehen, wie zwei besoffene Bullen da jemanden zusammengeschlagen haben und er ist dann da rausgegangen, aber die sind mit einer Waffe auf ihn losgegangen. Ja. Und er hat halt dann zurückgeschossen halt, ne? So, das ist halt ein Unterschied halt, ne? Was da Waffengewalt. Damals nie so mitbekommen, nee. Alter. Er war schon, ich meine, der kommt ja aus einer Black Panther-Familie, ne? Also, dass die besonders weiße Polizisten und rassistische Polizei und so weiter, da, dass sie da halt miese Erfahrungen gemacht haben, ist ja klar. Ja. Ich meine, die Mutter war schon schwanger im Knast und so weiter, ne? Ist ja klar. Und der erste, Brenda's Got a Baby war zwar der erste Hit, aber die erste oder zweite Single, die ja gedroppt wurde, war ja Trapped. Da hat das ja auch erzählt. Und dann gibt es auch diese Bilder, wie er Schläge bekommen hat, weil er Trespassing, glaube ich, war der Vorwurf, dass er über Rot gegangen ist und die haben ihn dann kaputtgeschlagen. Ja, aber das war das ist eine andere Geschichte, ne? Nee, das war lange davor. Das war davor, ich glaube, das war 93, genau, blaue Augen hat und so weiter. Aber er war schon sehr auflehnend und rebellisch halt, ne? Viele, Leila Steinberg, seine erste Managerin, kennst du die auch, ne? Die hat ja auch erzählt, wenn die Polizisten kamen wegen Ruhestörung und der ist ja gleich in der Tür aufgegangen und sagt, ey, wie kommt ihr bei uns? Und Rockmusik, der weiß uns genauso laut. Warum kommt ihr immer nur bei Rap? Und hat da NWA fuck the police laut aufgemacht und gerappt halt, ne? Also, das ist schon der war schon so gewesen, wie man ihn aus seiner Musik kennt, so halt auch. Genau, also das war kein Image oder so, ne? Ey, Dicker, und dieses kein an dem Image. Abend, wo er gestorben ist, Dicker, da in Las Vegas. Wie er auf den Typen da rauf geht und sowas. Und der ist ja von den Crips gewesen irgendwie. Southside Crips, ja. Genau. Und ist ja klar, dass die nicht lange warten. So, Alter, also das ist für dich klar, also, weil ich habe mit Belasch, das letzte Gespräch, was ich mit ihm hatte, war, dass er, glaube ich, nicht so überzeugt davon war, dass Orlando Anderson der Mörder war. Also ich halte es für wahrscheinlich, dass Tupac eine gefährliche Figur war für die Entwicklung, wenn man jetzt gerade mal schaut, was jetzt mit Hip-Hop ist und wie die Leitkultur quasi beeinflusst, wie sie die Jugendlichen beeinflusst, welche Ideale vertreten werden, welche Leute jetzt gerade dort oben auf den Thron sitzen und dann quasi halt bestimmen können, was ist in, was ist out und so weiter. Du, Tupac hätte da 0% reingepasst und sollte er an dieser Machtposition, wäre er dort oben geblieben, dann wäre die Timeline unserer Story einfach auf der Welt eine ganz andere gewesen. Ja, das gibt ja, das sind ja genau die Dinge, die dem Futter geben und wo man sagt, da muss halt mehr dahinter stecken, so, da muss halt irgendwas dahinter sein. Das sind ja auch Dinge, wo man sich ein bisschen verlieren kann auch, ne, weil am Endeffekt wird es keine Beweise dafür geben, aber es klingt, ist so eine Art Wahrscheinlichkeitstheorie, es wäre möglich, ne, so. Aber es ist halt, also ich glaube halt bei so einer wichtigen Figur, auch wie du gerade richtig beschrieben hast, halt, ist halt schwer zu verstehen, dass es so was Simples sein kann. Ich glaube halt, wenn jemand so bedeutend ist, kann man sich nicht glauben, dass so ein einfacher Typ den halt weggenommen, sein Leben genommen hat halt, ne? Wenn ich jetzt denke, okay, der Tupac ist hingegangen, hat einem echten Gangmitglied eine Bombe gegeben vor allen Leuten halt, ne? Und dann haben die ihn zusammengeschlagen zu allen. Ich kann mir schon vorstellen, dass halt, dass da die zurückkehren und da einfach sich rächen, ist doch egal, ob ein Superstar ist. Du weißt, wie es ist heutzutage, welcher Rapper kann zu einem echten Gangster hingehen und den einfach mal vor allen Leuten zusammenprügeln. Die Leute kommen zurück und holen sich ihn. Das ist definitiv richtig, was du da gesagt hast. Was ich wichtig empfinde, ist halt einfach nur, es gab ja schon mal einen Anschlag auf diese Person. Das darf man nicht vergessen. Auf Orlando Anderson?
Nein, auf Tupac. Ach so, du das meinst erste Mal 2 Jahre vorher in schon. In New York meinst du jetzt, Quad City Division. Ja, ja, Mann, auf jeden Fall. Ja. Weißt du so? Und das ist halt auch so eine, das macht die Verschwörungstheorie dahinter halt so würzig. Mhm. Doch, ich irgendwie schon. Ja, ich auch, aber ich glaube da, weil halt er so eine wichtige Figur war, jetzt auch im politischen Sinne, ja, und man, so weiter. Man macht es sich so schwer irgendwie, wie könnte der, das kann auch ganz einfach, Dicker, der hat einfach den aufs Maul gehauen, Alter, und die sind auch nicht so. Ja, safe, du kannst als Rapper nicht einen Killer, ich meine, der ist ein Killer. Die haben ja sowieso Tupac nicht als Gangster gesehen, so, Alter. Nein, na klar nicht, das ist ein Rapper. Und man sagt ja auch, dass dieser Orlando Anderson, das war voll der Fan von Tupac gewesen. Ja, safe. Baby Lane hat, war sein Streetname, so, ne? Der wollte so sein wie Tupac, so, weißt du. Man sagt ja, Tupac wollte so sein wie er eigentlich, so. Ja, das ist krass, das ist krass, ne? Ja, ich glaube nicht, dass von alleine das so passiert wäre, aber dieser, nennen wir es mal Übermut, ne? Yeah. So hat schon dahin geführt halt, weil ich meine, wo kann ein Rapper, ein Entertainer, einem echten Gangster, einem Killer aufs Maul hauen vor allen Leuten? Ja, und dann muss ich auch sagen, und dann danach so einfach durch Las Vegas da Party zu fahren, machen, so, ja, weißt ja, du, oh, als wäre nichts so, weißt du? Ich meine, im Nachhinein kann man natürlich sagen, die sagen leichtsinnig. Ja noch, die fahren da über diese Straße, Strip, wo alle langfahren halt, so, weißt du, wo man sich zeigt, so, wo man eigentlich nur langfährt, um sich zu zeigen, so, weißt du, die haben auf jeden Fall die keine hätten Angst, auch einen anderen Weg fahren können, so. Soweit ich die Geschichte verfolgt habe, Kifi D hat ja darüber sehr ausführlich gesprochen halt, und die haben ja auch vor dem Club gewartet, 662. Ja, und die sind nicht gekommen, so. Die sind nicht gekommen, Cats and Mob James, der war an der Tür dort, der war auch bei Death Row Bodyguard, der war mehr so Bloods und so. Und die haben sich ja da gesehen und die kennen sich alles Kampen und so weiter halt, ne? Und nachdem die da ja halt aufgefallen sind, dass sie da so lange auf dem Parkplatz waren, sind die auch weggefahren, haben ja weiter gesucht, und Shook und Park waren in dem Auto dann, wo er dann auch erschossen wurde, und haben ja laut das Machiavelli-Album gepumpt, ne? So. Und dadadurch, dass die Frauen ihn zugerufen haben und so, sind erst die Leute auch aufmerksam geworden halt, ne? Aber ich denke, in sich ist die Geschichte schon sehr schlüssig. Man gibt doch so ein paar geleakte Videos, wo Southside Crips ein bisschen braggen, so, dass die ihn erwischt haben halt, ne? So, das war ja so ein relativ vom selben Abend, oder was? Relativ gut gehütetes Geheimnis, so. BG Knockout kennt Baby Lane sehr gut auch, ne? Die sind ja auch so ein bisschen aus derselben Ecke. Man sagt ja auch, dass so Puffy anscheinend so mit Kifi D und sowas halt. Also, dass sie die beschützt haben, ich glaube, das steht außer Frage, dass es ein Preisgeld gab für die Death Row Chain. Darüber wird halt sehr gesprochen, so halte ich nicht für unrealistisch. Ja. Ne, so, dass die sagen, okay, wenn der, und dass der von Bloods abgezogen wurde und die Chain da weg, ist auch Fakt halt, ne? Voll. Aber ich denke, in sich ist die Sache schlüssig. Niemand hat Pac gezwungen, da raufzugehen. Ne? Nee. Man sieht halt in den Videos sehr gut, in den Überwachungsvideos, wie er die Meute anführt, wie er als Erster zuschlägt. Ja. Ne, so, aber ich meine, ja, Pac war so. Der hat auch die Regisseure von Menace Society mit dem Baseballschläger oder was war da halt bei dem Spice One-Videodreh geschlagen und so weiter. Ne? Pac hat nicht lange gefackelt. Weil er die Rolle nicht bekommen hat, was? Nee, er hat die Rolle bekommen. Meinst bei du die, ja, die Sharif-Rolle, ne? Meinst du? Er sollte Sharif spielen. Nicht O-Dog spielen? Nein. O-Dog und Kane waren die richtigen Schauspieler, ne? Die Gangsterrolle hat MC8 bekommen. Genau, Und Tupac war ja, haben wir gerade geredet, so Revolutionary-mäßig drauf, rebellisch, Black Panther. Und er sollte Sharif spielen. Genau, er sollte Sharif spielen, die übrigens gut gepasst hätte, die Rolle, ne, zu Pac so. Aber er war sehr unzufrieden mit der Rolle und wollte halt auch ein bisschen dieses Thug-Image, so nach dem Motto, dass er war gerade so ein Switch, so, war wahrscheinlich, weil er wollte das Drehbuch umschreiben, war schon ein bisschen. Ich meine, so, weißt du, so, die anderen Schauspieler haben, ich verstehe die Perspektive auch natürlich, wenn die anderen Schauspieler sagen, ey, du bist hier nur der Rap, du bist hier nur nicht, weil du der Rapper bist. Wir brauchen eine Rapperrolle, um den Film besser zu verkaufen. Und nicht jetzt, die anderen beiden waren halt wirklich die Schauspieler, ne? So, Samuel L. Jackson ist drin und so weiter. Die hatten ja jetzt auch, war jetzt nicht das Über-Budget-Ding. Aber er bestand halt drauf, dass man versteht, warum er Moslem geworden ist. Er wollte halt ein bisschen die Geschichte umändern. Er hat da beim Casting halt
bisschen aufgemuckt anscheinend, so weiß ich nicht. Und deswegen auf jeden Fall hat er dann die Rolle nicht mehr bekommen, oder was? Naja, die hatten definitiv Interessen, Konflikte halt, ne? So, ich weiß halt nicht, was deren Rahmen war, so, ne? Inwiefern die da hätten drauf eingehen können, wollen, ne? So, aber in der Regel halt, sag ich mal, wenn Leute einen Film drehen, weißt du so, und da Leute gecastet werden, sollten die nicht das Drehbuch umschreiben? Ich bin Puck-Fan, ich weiß, was ich meine. So. Ja, aber, es wäre schon krass. Ich meine, stell dir einfach nur, Tupac Shakur würde auf Menace to Society, auf dem Ding da draufstehen. Ja. Halt, ne? Das wäre schon nochmal ein krasserer Film. Ja. Ich meine, hast du was du bevorzugst? War ja Boys in the Hood, Blood in, Blood Out, Menace, das waren ja so immer die. Okay, New Jack City kann man noch mit reinnehmen. Ja. So, bevorzugst du einen von den Filmen? Also, ich habe. Als allererstes auch habe ich, glaube ich, Menace gesehen von den Filmen. Ich glaube, Boys in the Hood war früher. Nee, erst kam New Jack City, dann kam Boys in the Hood, ja. Dann kam Menace. New Jack City habe ich ganz spät erst gesehen, so auf jeden Fall. Heute sage ich, dass natürlich, also was heißt natürlich, sage ich, dass Boys in the Hood der coolere Film ist, einfach weil er, finde ich, mehr Message hat, so einfach, weißt du. Und Menace ist einfach, ja, natürlich als 15-, 16-Jähriger will man so sein wie O-Dog, Alter, auf jeden Fall. Und will am liebsten eine Knarre tragen, so, weißt du. Ja, stimmt. Genau, das hat Cashmore letztens gesagt. Der fand auch Man is besser. Boah. Hattest du einen Lieblingsfilm von den dreien, die du erwähnt hast? Oder sagen wir mal noch. Man is Society. Ja? Man is Society. Stand für dich über Boys in the Hood. Für meinen Bau, ja. Yeah. Man is Society war Endstufe. Okay. War einfach Endstufe. O-Dog. Ja. O-Dog war einfach. Ja, ne? Das war der Typ. Ja, man, ne? Voll. Ich habe mir sogar die Haare gemacht, wie O-Dog. Man is Society war einfach. Weil es war einfach dieser Schockmoment. Das war das, was so Leute wie wir brauchten. Mhm. Und machst den scheiß Film an und am Anfang passiert was, was du noch nie gesehen hast. Ja, ja. So, boah, wie asozial. Das Gehirn fliegt weg. So, ja, weißt du? Ja, ja. So, es war so, das war dieser Schockmoment halt. Ja, ja. Und das war ja das, was wir gebraucht haben. Voll. Wir brauchten härteren Scheiß. Ja, aber so, weil unser Leben war härter als der von den anderen, wir brauchen den härteren Scheiß. Ich finde auch irgendwie. Ja, früher fand ich Menace halt besser. Jetzt finde ich, gucke ich mir lieber Boys in the Hood an. So, ja, ne? Ich auch, also wegen der Message und ich glaube, die Geschichte und die zwischenmenschlichen Beziehungen gehen da halt ein bisschen deeper so. Bevorzugst du einen von den, also jetzt mal von den Rappern mit Schauspieltalent, ne? Ist, sagen wir, wenn wir ein Battle machen würden, wer von den Rappern ist der bessere Schauspieler? Tupac, Ice-T oder Ice Cube? Ice Cube. Ice Cube ist schon krass, ne? Ja. Allein schon, weil er jetzt in der Entwicklung auch sehr familienfreundliche Filme drehen kann halt, ne? Ja, die finde ich nicht so cool so irgendwie. Ist jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, aber jetzt vom schauspielerischen Talent her meine ich jetzt, ne? Ja, aber auch Komödien, Friday und so. Ja, ne? Voll. Mhm. Aber wie gesagt, die Tupac-Filme waren auch alle super. Voll, ne? So, also so schauspielerisch von ihm so, weißt du? Ice-T, New Jack City war cool so, aber das hattet die auch, glaube ich, neulich irgendwo. Yeah. Wie konnte er den Polizisten spielen so, weißt du? Und Wesley Snipes den Gangster so? Ja, das hatte ich tatsächlich. Habe ich auch damals nicht so gefeiert. Ja, ich habe mich halt gewundert. Ich bin so voll der Ice-T-Fan hier, weißt du? Ich habe OG Original Gangster. Ich glaube, ich hatte einen riesen Poster immer. Digga, ich kannte auch dieses Intro, weißt du? Auf jeden Fall. Ja. Und dann sehe ich, warum ist der jetzt auf einmal Bulle? So, ja, genau. Alter. Ich glaube, ich glaube trotzdem, dass im Nachhinein die Wahl ganz gut war. Wenn du mich jetzt so gefragt hättest, ich hätte die Schauspieler für den Cast und ich hätte diese Rollen im Drehbuch, würde ich instinktiv einfach sagen, Ice-T spielt den Gangster und Wesley Snipes spielt den Polizisten. Ne, so, das ist so, liegt so auf der Hand. Aber wie die es gespielt haben, Wesley Snipes hat super, den Gangster übelst gut gespielt. Oder? Der hat Nino Brown dieses Feeling überhaupt. Voll. Ich kann mir gar nicht vorstellen jetzt im Nachhinein, dass Ice-T Nino Brown ist. Nee. Das geht gar nicht. Ich, ne, so. Ich könnte mir vorstellen, dass Wesley Snipes so ein Polizist spielen kann. Weil er ist ein guter Schauspieler. Er kann alles. So, auf jeden Fall. Aber so umgekehrt, Ice-T hätte es nicht hingekriegt, glaube ich. Ich glaube, ich habe Ice-T mal dazu sagen hören, dass er halt gesagt hat, er wollte die ideale Rolle eines Polizisten spielen. So, und ist ja auch dabei geblieben. Genau, oder? Genau. Und das war dann halt ein guter Polizist halt. Ne? Dieses nicht dieses korrupte Ding. Und auch dieses die Moral der Geschichte war ja eigentlich, dass dann Nino Brown ja seine Mutter erschossen hat. Dass er wusste ja nie, warum. Er ist ja Polizist geworden, weil seine Mutter von einem Junkie oder einem Verbrecher halt so erschossen wurde und er halt ein bisschen die Straßen da sicherer machen wollte von der Skrupellosigkeit. Ich find's auch krass, dass Nino Brown immer noch ein bisschen überschwänglich gefeiert wird, weil die haben ihm ja extra eine sehr böse Rolle gegeben. Der hat das Kind als Schutzschild benutzt und so weiter, nicht vergessen. Aber ich finde, wie du auch gerade meintest, so mit Tupac,
bei Juice so, dass man ihn die Rolle abgenommen ja, hat Mann. Und dass er ekelhaft ja, war. Mann. So war es bei Wesley Snipes auch, so ja, fand Mann. Ich bei New Jack City. Ich finde das wirklich gut, wenn die das so hinbekommen. Zum Beispiel ja. Mano hat den Typen, ist ja auch ein riesen Tupac-Fan, aber hat dann in All Eyes on Me den Typen gespielt, der auf Pac geschossen hat, bei der ersten Schießerei. Erinnerst du dich? Wo im Studio war, kurz hier, für das so, Ende 94, wo er die 5 Schüsse bekommen hat. Ja? Kennst du das im Film oder die echte Geschichte kennst du, ne? Ja, klar. Womit Biggie der Streit angefangen hat, ne? Da hat Mano die Rolle gespielt. Okay. Und er ist ja ein riesen Pac-Fan, man hört ja den Einfluss in seiner Mucke auch ein bisschen raus. Und ich fand, das hat er halt richtig krass gut gemacht. So, ich war sehr, Der ihn anschießt, ja? Genau, hat die Szene, hast du die Szene im Kopf, wo er die bei All Eyes on Me, wo er sagt so, you don't know what happened to rappers, they're trying to act like gangsters, Shit, das hat er richtig gut gemacht halt, ne? So, weil er es, glaube ich, auch gut nachvollziehen konnte, als New Yorker halt, ne? Wie siehst du denn die ganze Geschichte in dem Streit? Manche glauben ja immer noch, dass der Vorwurf war ja, dass es eine Falle von Biggie und Puffy war, in die Tupac gelockt wurde. Ja. Ich glaube, das hat noch viel mehr so drumherum noch zu tun. Mhm. So gar nicht mit diesen so viel. Leuten, mit denen Tupac eingelassen hat. Genau, ne? Mit diesen Gangstern da, die auch zu seinem Videodreh da gekommen sind, also zu Above the Rim und sowas. Jimmy Henchman, Haitian genau. Jack, genau. Die Ecke, weil er ja Biggie bezichtigt, ein Teil davon zu sein. Biggie hat ja hier und da auch ein bisschen durchsickern lassen, dass er dann... Biggie kannte ja die Leute so. Genau. Auf jeden Fall. Und Biggie hat ja da ihn von denen abgeraten. So auf genau, jeden Fall. Immer. Und glaubst du, der Vorwurf ist überzogen von Tupac, dass Biggie da mit drin hängt? Oder ist das... Ich glaube, Biggie wollte sowas nicht. Also ich glaube auch nicht, dass er wollte, dass er geschossen wird, nee. So, aber er hatte schon das Gefühl, dass er sich entscheiden musste halt, ne? Und dann im Endeffekt zu seinen Leuten aus New York gehalten hat. Oder vielleicht auch nicht Teil davon sein wollte, weil er sich selber in Gefahr begeben hätte, wenn er jetzt Tupac vielleicht gesagt hätte, wer es war, wobei Tupac ja weiß, wer es war. Ja, ich meine... Ich glaube, da hat viel, das ist, hat viel mehr drumherum zu tun. Also mit diesen ganzen Leuten, womit Tupac sich da abgegeben hat, so Alter, auf jeden Fall. Ich glaube, Biggie hat gar nicht so viel damit zu tun gehabt. Gar nicht? Warum war Pac dann so übersauer auf ihn? Meinst du, das war dann doch eher. Weil er das dachte, dass Biggie mit den. Weil er wusste, Biggie kennt die Leute auch so halt. Und Pac wollte ja nicht mehr mit diesen Leuten irgendwie was zu tun haben. So. Und dann haben die ja, glaube ich, auf ihn so ein Kopfgeld oder irgendwas gesetzt. Auf Tupac. Auf Tupac, ne? Das Ding ist ja halt, dass er, kennst du das Interview, wo er sagt, dass Biggie ihn versucht hat, vor den Leuten zu warnen? Und echt, er meinte, er auch, er sagt so, sagt so, hey, don't hang around with them niggas and this and das und so. Und er sagt, wen meinst du genau? I'll talk to you later und so. Ich erzähl's dir später. Und das nächste Mal war dann, es war eine Woche davor. Und dann war halt der Tag, an dem er die Schüsse bekommen hat. Und danach sagt das ihm halt nicht. Ne? So, und dann sagt er halt, ey, für all das, was er für ihn getan hat vorher, ne, haben wir ja eingangs so ein bisschen schon angeschnitten. Ja, guck mal, aber ihm wurde ja auch voll viel Schmuck da geklaut. So, ja, ne? Ja, klar. Und nicht wenig so, Alter, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass damit auch so, dass er irgendwie. Die Leute haben ihn ja auch so Geschenke gemacht so damals und sowas. Und jetzt, du willst nicht mehr mit uns sein, so Digga, jetzt holen wir uns das wieder. Also meinst so, du, war ein ganz normaler Raub oder war das schon eine Racheaktion? Beides so. Okay, also du meinst, die wollten ihn halt damit kaufen und dass und er... Auch, ich glaube, die wollten ihn auch gar nicht so hart anschießen, so glaube ich. Die wollten ihn so also mehr oder weniger Angst machen auch so ein bisschen, so weiß ich. Also die wollten nicht ihn mal töten. Also, die wollten ihn eigentlich nur abziehen. Ja, so. Okay, aber der Grund, warum er die bekommen hat, ist ja auch der Schuss, den er unten bekommen hat, ist, weil er selber eine Waffe gezogen hat. Stimmt. Deshalb eigentlich auch, ne? So. Sonst, vielleicht wäre es einfach nur. Die hätten halt nicht gedacht, dass er sich wehrt, wenn normalerweise 2-3 Leute eine Waffe auf dich ziehen und sagen, gib deinen Schmuck her. Die normalen Leute geben den Schmuck her und ziehen nicht eine Waffe, so, ne? Glaubst du, Stretch hat damit was zu tun gehabt? War ja auch so ein Gerücht, weil die waren ja mit Stretch und der ist ja kurz darauf auch erschossen worden. Das kann ich dir nicht sagen, Alter. Weiß ich nicht. Das war nicht da so, okay. So krass. Okay. Bin ich da. Ist ja auch nur Gerüchte, weiß ja keiner richtig so. Halt, ja. Sind halt nur Gerüchte, die da rumgehen. Glaubst du, dass der Song, wie viel hat der Song dazu beigetragen, dass dieser Beef entstanden ist? Hushatcha. Weil ich meine, wenn man ganz genau hinhört, Tupac ist nicht gemeint. Aber ist nicht, aber zu dem Zeitpunkt, so, weißt du, die Situation war ja voll angespannt, so auf jeden Fall. Und ich glaube, der Song kam raus und er war im Knast, genau. Und ja, und
Digga, wie ist man drauf, wenn man im Knast ist? Ich weiß es nicht, war noch nie im Knast, aber wahrscheinlich ist man nicht cool drauf so, Alter. Auf jeden Fall. Naja, also ich meine, man muss den Zusammenhang sehen. Er hat 5 Schüsse bekommen, wurde wegen der Sexualstraftat, wegen der Vergewaltigung, genau, ne? Ja, so, war ja nur noch die Nötigung, am Ende war es ja keine Vergewaltigung, aber zumindest trotzdem unschuldig in den Knast kommen dann halt, ne, so. Abfuck, so, genau, ne? Und dann halt diesen Song noch hören und gucken, dass sich die Hälfte deiner Freunde da gegen dich wenden halt, ne? Ja, und dann gibt's wahrscheinlich noch die eine, ey, der meint doch dich so, weißt du, so irgendwelche Leute, die einen noch aufstacheln. So, war das aber nicht doch wirklich kalkuliert? Und vor allen Dingen, was mich bei der Geschichte wundert, ist, warum oft Biggie die Schuld gegeben wird. Hat nicht Puffy die Verantwortung gehabt, dass dieser Song erschienen ist? Meinst du? Also, naja, er ist der Labelchef. Also, ja, klar, meine, der hätte sagen können, ey, das, diese Zeit ist, der wird hier gerade, dein Kumpel wird hier vor der Tür abgeknallt und du lässt einen Song raus, in dem es halt wertig abgeknallt. Ja, weißt aber du, vielleicht, meine? Puffy hat es vielleicht eher so geschäftlich gesehen. Meine ich ja, das ist so, ein Marketing-Move. Weißt du, und dachten, okay, dann machen wir jetzt mal Dings so. Weil, ich meine, es gibt halt eine Eigenverantwortung, die meiner Meinung nach echt runtergespielt wird im Nachhinein. Kennst du die Szene, als New York, New York gedreht wurde von Dog Pound und Snoop? Naja, da wurde auf die geschossen. Auf den Trailer geschossen, aber wer ist denn ins Radio gegangen? Es war Biggie. Biggie hat sich ins Radio gesetzt oder angerufen und meinte, ey, Tupac und The Dog Pound sind hier und drehen einfach ein Video. Und New York, Brooklyn, ab, so. Stand Up. Das ist eine Ansage. Und vor allen Dingen, krass, aber warum auch Tupac? Er hat Tupac gesagt, warum denn nicht Snoop? Weißt du, ich meine, Snoop war damit und die haben auf den Trailer geschossen. Echt? Biggie hat gesagt, Tupac ist am Start. Tupac und Dog Pound drehen ihr Video. Brooklyn's oder New York Stand Up. Irgendwas in die Richtung. Halt, ne, so. Also, weißt du, was ich meine? Mir kommt so vor, als ob im Nachhinein sehr viel Beteiligung da auch von der anderen Seite runtergespielt wird. Auf jeden nicht? Fall. Also, Tupac ist ja nicht einfach hingegangen, angeschossen, schieb Paranoia und hast dann auf einmal New York. So, weißt du, so, was ist mit euch los? Nee. Weißt du, so. Ja, gar nicht mal. Ich glaube, Tupac hat nicht nur New York gehasst wegen Biggie, so, Alter. Ich glaube nicht mal, dass er New York gehasst hat, ne? Das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Sagen ja viele, ne? Sein erster Rap-Name ist MC New York. MC New York, weißt du, so. Und er hat ja auch, als die Death Row East aufmachen wollten, der hat ja mit Buckshot, Smith & Wesson und der war ja mit so vielen Leuten down von der East Coast und der hat ja halt gesagt, wir machen Death Row East und deswegen auch, was du vorhin meintest, mit er wollte weg von Shook und so, die wollten, glaube ich, eher Death Row, die wollten eher expandieren, kam mir vor. Ja. Und die hätten Death Row East aufgemacht, einfach mit neuen Leuten und da halt eine neue Sparte an Rappern auch gefördert, die so ein bisschen unter den Teppich gefallen sind. Biggie hatte innerhalb von New York, es ging sehr viel um dieses Krone-Ding, weißt du, so mit Raekwon und so diese Geschichte, mit Nas, die Geschichte, mit OGC, mit vielen Leuten, ne, Jeru the Damager und so weiter. Das war ja auch nicht so, der hatte jetzt nicht so komplett einen Rückhalt gehabt, ne, von der New Yorker Szene. Ja. Ne. Kennst du die ich weiß gar nicht, warum ich jetzt darauf komme. Kennst du die Tim Dog-Geschichte, Alter? Mit Tupac? Wo Tim Dog in Compton sollte er auftreten? Oder in irgendwo. Tim Dog soll in Compton auftreten? Irgendwo an der West Coast, Digga. Er kam bestimmt nicht, Alter. Nee, aber an der West Coast irgendwo. Und Tupac hat ihn da irgendwie noch bewahrt irgendwie, dass er da, dass Leute ihn abfacken so mäßig. So mit Tim Dog nicht, aber ich kenn's mit Tretch. Der hat einen Brief von Tretch geklärt in der West Coast. Echt? Was hatte Trash mit? Der hatte ich weiß nicht, ob eine Kette abgezogen wurde oder sonst was. So, ja, kann sein. E40 hat Biggie in Sacramento gerettet. Der wäre tot gewesen. Echt, ne? Ja, safe. Okay. Die hatten ihn und die haben ihn ja schon. Also, das war wirklich kurz vor Eskalation. Okay, die Story kenn ich nicht. Da gibt's halt mehrere. Nee, mit Tim Dog kenne ich nicht. Aber ich glaube schon, findest du das? Manche sagen halt, Tim Dog hat den East Coast, West Coast Beef gestartet. Siehst du das auch so? Ich kenne das, weil richtig psychopathenmäßig, Alter, sowas zu machen, Alter. Ja, aber, ey, ich weiß gar nicht mehr. Der ist verrückt einfach gewesen. Hat der nicht irgendwann auch so Heiratsschwindel oder irgendwie sowas gemacht? Oh, Alter? Das kann sein. Da gab es ein paar Storys. Also viel später nicht. Ja. Da dachte ich mir, oh, ja, okay, der ist einfach durch. So, aber vielleicht die erste Form von Cloud Chasing, was ich gedacht habe. Aber es war halt wirklich crazy, ne? So, also. Der Fuck Compton Song, Alter. Der ist, deswegen, also ich glaube nicht, dass obwohl jetzt irgendeiner geil ist, so, weißt du? Der Song ist wirklich krass. Aber ich glaube nicht, dass irgendeiner einen Compton ihn gebucht hätte. Oder so, das ist ja Wahnsinn. Nee, brauchst du ja Präsident. Security. Ja,
Wenn dann nur, um ihn abzufacken, so mäßig. Also, das geht nicht, Mann. Also du kannst Kennedy in Dallas nicht retten, dann kannst du auch Tim Dawkins nicht retten. Okay, ey, lass mal Thema wechseln. Ich bin wirklich voll drin, es macht voll Bock halt, ne? Und ich weiß nicht, wie viele von den jungen Leuten gerade das noch alles interessiert. Mal sehen, ne? Vielleicht kriegen die ja Bock. Ja, vielleicht kann man ja im Nachhinein das ein oder andere Ding so. Aber ey, freut mich so, dass ich so detailliert mit dir drüber sprechen kann und vielleicht animiere ich ja auch jemanden. Können uns ja nochmal treffen. Ja, und dann machen wir doch wirklich ein bisschen mehr. Oder wir machen es auf Twitch oder sowas halt. Gerne. Ne? Da hatte ich auch ein bisschen mal vor, so ein Tupac-Day oder eigentlich müsste ich ein Tupac-Woche machen. Ja. So, da kann man vielleicht jedes Album, ey, Seven-Day-Theory, einfach jeden Tag ein Album. Ey, das ist vielleicht eine Idee. Wie viele Alben hat Tupac? Ehrlich gesagt, diese Remix-Alben zähle ich irgendwie nicht. Irgendwann kam mir zu viel davon. So, ich mag die auch nicht. Ja, da ist mir zu viel zusammengewürfeltes Zeug drin und so weiter. Deshalb, aber lass mal wirklich also über deine ganzen deine ganze Laufbahn sprechen halt, weil ich wollte eigentlich nur ein bisschen auf Einflüsse eingehen, aber mit dir kann ich echt lang drüber sprechen. Aber sagen wir mal, als junger Tupac-Fan, ne, wie alt warst du da? 16, 17? Kann man sagen, 15, ne? 16. Wann hast du deine ersten Raps selber recorded? Wann hast du angefangen? Wann wurdest du selber aktiv? Recorded oder geschrieben? Also geschrieben. Ich habe schon viel geschrieben so auf jeden Fall. Auf Englisch halt viel geschrieben. Dann habe ich halt, irgendwann, ich glaube 1996, also da war ich 15, habe ich, ist mein alter Breakdance-Trainer, Telle hieß der, und ist nach Spanien abgehauen. Und der hatte halt viele Workshops so und meinte so, ey, hast du nicht Bock, auch mal Unterricht zu geben? Ich so, ja, okay, wo denn? Ja, da ist so Hip-Hop-Haus in Steglitz, heißt das so auf jeden Fall. Dann hat er mich dahin mitgebracht und da haben halt schon Savas hat da gearbeitet. So Poet und Beises haben da Graffiti-Workshops halt gemacht und DJ Hype und MK1 haben so DJ-Workshops da gemacht und die haben halt einen gesucht für Breakdance-Workshops. Okay. So. Und dann habe ich da halt angefangen. Nice. Und so bin ich dann halt, habe ich mich auch mit Savasch so angefreundet. Okay, halt. Warst du Hip-Hop-Mobil schon? Nee, Hip-Hop-House. Hip-Hop-House, okay. Hip-Hop-Mobil war ich auch ab und zu. Das war aber später dann, ne? Nee, das war schon, oder das war noch zeitgleich davor so, mit Speicher auch. Ach so, okay. Mhm. Hast du Savasch da kennengelernt? Im Hip-Hop-Haus, ja. Okay, okay. Genau. Das heißt, mit Dima hast du deine ersten Steps gemacht? Genau, mit Dima war auch ab und zu im Hip-Hop-Haus, aber nur wegen Breaken, also nicht wegen Rap oder Rap irgendwas. Und so. Wie waren dann deine ersten Texte? War das schon so battle-lastig in die Richtung, dass du so, also, nicht wirklich? Nicht wirklich so. Also doch schon so. War sehr, sehr Ami-beeinflusst halt so, ne? Okay. Und ja. Ich versuche so die, also mit MOR fing's dann, wie war so der Anfang alles so? Ich versuche diesen Übergang irgendwie nachzuvollziehen. Ja, also Savas hat ja damals auch noch auf Englisch gerappt so halt und ich war halt der kleine Typ so, der immer damit den abgehangen hat und ich habe halt immer nachgerappt so, weißt du? Und ich konnte es halt auch sehr gut nachrappen so auf jeden Fall und dann, und Savas fand es immer voll lustig so, weißt du? Und dann, ja, komm, rapp doch nochmal, rapp nochmal, weißt du? Und dann habe ich immer seine Texte so irgendwie und dann hat er irgendwann gesagt, ey, wir müssen mal, brauchst mal einen eigenen Text, so da auf jeden Fall. Und dann, er hat schon mal, ich habe ihm immer meine Texte so gezeigt, aber war voll von der Grammatik, war voll falsch und schlechtes Englisch halt. Und dann hat er mit mir zusammen so auf Englisch so einen Text geschrieben und den haben wir dann bei ihm auch aufgenommen, so auf vier Spur. So. Okay, also deine ersten Texte waren, also ganz klassisch eigentlich für Berliner, ne? Genau. So mit Englisch angefangen, so für die Zeit halt, ne? Und wie war dann der Umstieg zum Deutschrap? Gab es irgendwie schon Deutschrap, was du gefeiert hast oder noch nicht so richtig? Ja, doch. Ich komme ja vom Breakdance und ich habe halt auch schon so Torch und Tony L auf Jams gesehen, live gesehen und sowas und Cora E und sowas so, ne? Und fandest du schon gut auch so? Ich fand Torch immer ganz gut so eigentlich, so vom Flow her oder irgendwie so jetzt. Dann gab es dieses alte Schule, die Platte, ich weiß nicht. Da gab es einen Song von Torch, Kapitel 8 oder keine Ahnung, wie der hieß. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Den habe ich voll krass gefeiert damals, so den Song. Und konnte den auch von vorne bis hinten so mitrappen. So. Ja, dann habe ich das Savasch auch irgendwann. Savasch war überhaupt nicht begeistert davon, dass ich das höre. So, ach so. Der war da voll auf dem Antifilm. Ach so, okay, so, wie diese Berliner Ignoranz. Wie kannst du nur so, Alter? Okay. Woher, wie kommt es, dass du so open-minded warst? Ja, das war ja Breakdance. Ah, durch okay. Breakdance war ja, die Breaker war ja immer so auf Love und Peace und offen für alles und alles, was mit Hip-Hop zu tun hat, ist cool und überhaupt
bloß kein Hate, bloß keine Gewalt, bloß so, so. Zu der Zeit war ich noch so drauf, so, weißt du. Und MOR sind total das Gegenteil. Anti gegen alles, so, weißt du. Auf jeden Fall, alles ist scheiße, was nicht so Berlin ist, so, oder was nicht MOR ist sogar, so, weißt du, zu der Zeit. Ja, aber Savas, glaube ich, fand immer auch meinen Ehrgeiz und mein Talent. Der hat halt gesehen, dass ich auch irgendwo ich konnte halt tanzen, ich konnte halt ein bisschen malen, ich konnte ein bisschen scratchen, ich konnte halt alles so ein bisschen. Durch und durch, ne? Voll so, weißt du? Krass, das, also ich find's cool, ne? Auch vor allen Dingen im Nachhinein, gönn dir, ne? Vor allen Dingen für sich, gönn ich mir auch gleich. das gerade, weil mir kommt so vor, als ob der Einfluss von Torch und so, auch von der ganzen Ecke Heidelberg und so, oft runtergespielt wird im Nachhinein von jüngeren Generationen. Also von den so. Berlinern. Halt. Berlinern vor allen Dingen, ich mag's halt nicht. Wir haben gerade über, also ich habe doch vorhin T-Pain angeschnitten, das Aktuelle, dass die jetzt so, ich habe auch schon einer von den neuen Rappern, die auch gesagt haben, Pac war langweilig und so weiter. Sowas gab's früher halt nicht. Man hat immer Respekt, guck mal, was Pac mal. Dieser auf, Little Yacht, die hat's ja, Little, ja, ja, was soll das? Du weißt du so, wie kann das sein, dass der sagt, Pac war langweilig? Vor allen Dingen. Der ist voll langweilig. Ja, also, bei mir haben die verkackt. aber das. Es gab, sowas gab es doch vorher nicht. Guck mal, Represent 93 of Strictly for My Niggas hat da gerappt. Allen Props gegeben, die vorher am Start waren. Bei Me Against the World, allen Props gegeben auf dem Oldschool-Track und so weiter. Sieht ja nicht bei Strictly for My Niggas noch so voll viele auf. So ja, auf das meine ich ja. So, weißt du? Represent 93. Alle so, Raw die am Fusion, Start. Organized die alle Confusion. Am Start. Genau, genau, das war so viel. Und das, du gibst Props für die Leute, die die Tür aufgemacht haben. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Ja, warum? Woran liegt das? Oder weil, auf einem Album, dass so Leute gegrüßt werden oder so. Ja, Credits sowieso noch, aber dass einfach die Leute, sowas gab es doch vorher nicht. Hast du mal gehört, dass, was, wie sagt man so, Chris Brown sagt, was weiß ich, Stevie Wonder ist scheiße, oder? Das gibt's nicht, weißt du, was ich meine? So, was, so, was redet ihr da, weißt du, so, ach, der war nicht cool und so. Die vorher da waren, die haben die Türen aufgemacht, damit euer Scheiß überhaupt funktioniert jetzt, weißt du, so. Und immer haben die Leute aus den 70ern haben den Leuten aus den 60ern Props gegeben. Yeah. Die Leute aus den 80ern, denen aus den 70ern. Die Leute aus den 90ern, denen aus den 80ern. Yeah. Wann hat das aufgehört? Wann hat, warum? Weißt du so? Ich weiß, worauf du hinaus willst, glaube ich, weil ich muss aber sagen, manche sagen ja auch so Fantastische Vier oder so halt Torch und Tony L so haben für uns die Türen geöffnet, so, weißt du? Also, oder für Berliner Battle-Rap so oder so, würde ich jetzt, ich würde eher so Moses sagen, so, weißt du? Ja. Dass also, wir Berliner uns eher mit Moses und sowas das stimmt. Identifizieren konnten, anstatt mit Tony L und Torch. So, das verstehe ich ja auch. Das ist so, so weit kann ich es noch nachvollziehen. Aber einfach mal den Übergang von dem, was es davor gab, das war ein krasserer Übergang als für die Leute, die danach, da haben auch Türen geöffnet. Yeah. Aber die waren kleiner als diese Türen, die eingetreten haben für die Leute davor. Weißt du, so war das nicht sogar so, dass ausschließlich auf Englisch gerappt wurde und Torch dann einfach mit seinem DJ so ein bisschen auf Deutsch gefreestylt hat, eigentlich nur zur Kommunikation? Aber ich glaube, auch wo schon Torch auf Englisch, auf Deutsch gerappt hat, hat er ab und zu mal auf Jams so auch mal einen englischen Part gekickt. Ja, das sowieso, weil es auch immer noch cooler war zu der Zeit. Auf den Hip-Hop-Jams, so, weißt du, war es noch in Ordnung gewesen, sag ich mal. Kennst du auch die Sendung Freestyle auch, ne? Ja, so, ne? Da hat er auch, also das hat so viel Community-Arbeit, so viel, wie viel Leute sind dadurch erst überhaupt zu Jams gegangen und haben den Hip-Hop-Gedanke verinnerlicht und so weiter. Ja, ich mein, so. Guck mal, manchmal hat man gar nichts. Früher hast du von den Jams erfahren durch Backspin oder Juice, weil es da drinnen stand, so, weißt du, oder vom Freestyle halt, weil es da angesagt wurde. Genau. So. Sonst hast du doch gar nichts davon mitbekommen, dass da in Köln irgendwo eine Jam ist. Alter, genau, genau. Und dieses, ich meine, ich finde es schon schlimm, Mann, ich so ein bisschen so traurig manchmal oder enttäuschend, wenn viele große Beiträge in Vergessenheit geraten. Ja. Kann man aber Leute, kann man jetzt nicht immer unbedingt jemand einen Vorwurf draus machen. Mhm. Aber die Leute zu dissen, da hört es bei mir auf. Ja. Weißt du so, da ist halt, ey, jetzt reicht's, weißt du so. Weil die hatten keinen Deutschrap-Einfluss. Torch hat LA Sunshine gefeiert oder so. Weißt du, was ich meine? So, das ist noch, weißt du, also ich, die Inspiration dort, die ganz woanders. Ich will die gar nicht dissen oder irgendwas. Okay, aber ist ein bisschen, okay, wie gesagt, Berliner, ich habe jetzt wieder einen Sprung gemacht. Ich wollte eigentlich zu den Anfängen von MOR. Nee. Wie hat für dich das alles begonnen mit MOR? Ja, also eigentlich hat es so im Hip-Hop-Haus angefangen da, weil ich weiß gar nicht wie, also MOR sind ja die Funkfüchse auch, also Funkfüchse sind ja Fu Manchu, Justus, Illo und Martin B.,
Von dem machen jetzt, also Justus und Fuhmann, die rappen halt noch, aber die anderen nicht mehr. Masters of Rap, weißt du noch, wer auf den Namen kam? Ja, ich, Johannes und Ach so. Savas. Also Ach so. Fuhmann und Savas. Okay, so. Da. Die haben sich den so ausgedacht. Hast du ausgedacht, okay. Ja. Okay, und dann waren das auch deine ersten Deutschrap-Anfänge oder davor schon ein bisschen? Ich glaube, das waren meine ersten Deutschrap-Anfänge. Vorher habe ich nicht auf Deutsch gemacht. Ach so, okay. Ich habe nur auf Englisch immer gemacht und dachte, also wenn man rappt, muss man auf Englisch rappen so halt. Es gab natürlich, ich kannte Deutschrap schon so, aber ich dachte, das hört bald wieder auf. Ja, ja, das gibt es bald nicht mehr. So, weißt du, ja, war so eine Trendphase. Ich dachte, das irgendwann, also es dauert nicht mehr lange so, weißt du. Und dann hat Sabah schon auf Deutsch so gerappt. Es wurde immer mehr Deutsch, immer mehr Deutsch und dann nur noch Deutsch so. Und ich habe aber trotzdem immer noch auf Englisch so. Und dann hat er auch schon so, ey, Digga, Englisch macht man nicht mehr. Nicht mehr, ist schon vorbei. Ist nicht mehr so cool so. Ja, die Berliner waren echt die Letzten, ey. So. Ich glaube, die Hamburger haben aber auch viel auf Englisch und ja, so aber gemacht, die haben früher Deutsch schon, da war Deutsch schon früher angesagt. Ne? Ja, 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 bei uns war es als Letztes angesagt. So, ne? Jeder. Ich weiß, dass viele das ein bisschen anfingen, heimlich zu hören so, ich aber halt so, nicht laut zu pumpen im Auto und so. Ich glaube, auch noch so Specialists. Tracks auf Englisch. Ja, ja, safe. Das war 95 oder sowas. Ja, 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 safe. Und damals hatte er ja auch Ono von Walking Large, kennt ihr? Hat er mit Savas eine Gruppe gehabt, Basic Elements. Ja, ja, ja. Und die haben ja auch voll. Und ich war ja deren Backup. Ach so, da hast du deine ersten Erfahrungen sammeln können. Da habe ich meine ersten Bühnenerfahrungen so mit denen so. Voll krass. Also waren für dich so Dima und Savas so ein bisschen mentormäßig, ne? So? Voll. Ja, krass, voll. Sehr cool. Kann man so sagen. Ja, nice. Also rapmäßig auf jeden Fall. Ja, voll. Das ist, ich erinnere mich, sagen wir mal ein bisschen, wo MOR etwas überregionaler bekannt wurde. Oder sagen wir mal Deutschland bundesweit richtig so. Oder war schon vor dem Fat-MTV-Auftritt. Ich weiß noch, das Ding da in dem Studio, retten, so, ne? Im Studio und so. Wo warst du da zu der Zeit? Bei Flying Steps. Ach so, okay. Ich musste mich irgendwann entscheiden. So. Die haben auch, oh, wirklich? Gab's? Erzähl mal. Naja, ich war halt viel mit Taktus damals auch unterwegs und viel mit Taktus gechillt bei ihm und weißt ja dann, wenn man aufnimmt, so, und wir haben damals wirklich so die ganze Nacht aufgenommen, so, und dann habe ich auch manchmal, am nächsten Tag hätte ich dann einen Auftritt gehabt bei Flying Steps und habe verpennt so mäßig. Oh, so, shit. Weißt, und dann gab es schon manchmal Ärger so, oh, weißt fuck, muss und ich dann echt und dann war wirklich so, dann musste ich so sagen, so, es war schon Teil, ich komme jetzt erstmal nicht mehr. So, war deine Leidenschaft für Tanzen größer als für Rappen? Damals, ja. Ja? Ja. Hat sich das geändert? Ja. Ja? Ja. Okay. Irgendwann dann, ja. Es ist, also ich mache ja beides immer noch so, es ist immer noch bei, es wird auch nie rausgehen so bei mir, aber Rap ist, ich bin ja auch älter geworden, so, weißt du, und Breakdance ist auch anstrengend. Geht auf die Knochen. Ja, ne, man ist halt nicht mehr der Jüngste, so, weißt du, ich gebe halt gerne noch Unterricht und sowas, aber jetzt, dass ich selber irgendwie auf Jams breake oder irgendwelche Battles mache oder sowas, okay, das hat aufgehört. Okay, dann krass, dann bist du wirklich dann deshalb dann etwas weniger präsent gewesen. Genau, also ich bin ja auch auf dem MOR-Album, also auf dem NLP, auf diesem großen bin ich nicht dabei so. Bereust du es im Nachhinein? Ja. Ja? Ja, voll. War schon eine Dings-Entscheidung. Entscheidung. Wo Savas LMS rausgebracht hat, diese Platte. Ja, ja, mit dem Drachen drauf. Genau. War das ein Drache? Ja, ne? Ja, da war ich schon ja, so ein Dinosaurier. Dinosaurier-Drache, ja, als, als Mensch so mäßig. Echse, genau. Oder eine Echse. Ich glaube, eine Echse war, das, eine genau. Echse. Ja, weil diese grün war, ich komme auf den Drachen. Was meinst du? Drache. Ich komme hier gleich mit Fabelwesen. Der dreiköpfige Drache. Was war bei LMS? Genau, da auf der LMS, ich war schon, also ich war schon nicht mehr mit den Jungs am Start, so, weißt du, und dann habe ich irgendwo, war ich in Münster beim in so einem Hip-Hop-Laden, Supreme hieß der, glaube ich, und da hat dieser Darko noch, kennst du Darko von Grimy? Ja. Der hat da damals gearbeitet und zu dem bin ich immer gegangen, wegen noch einer anderen Smoke-Geschichte und der hat mir da, ey, guck mal hier, deine Homies haben was rausgebracht, dann zeigt er mir diese Platte so, weißt du, und ich guck, dann drehe ich um und unten werden so von Savas so, Credit? Ne, so MOR sind so, weißt du, und dann alle Namen so, und ich stand noch mit drauf so. Ach so. Er hat mich noch mit aufgezählt und ich so, krass. Ich bin schon ein, zwei Jahre gar nicht mehr mit denen am Start und der schreibt mich immer noch mit drauf so, weißt du. Der will irgendwie, dass ich, glaube ich, noch mit denen am Start bin, so, weißt du. Und da war mir dann, ey, ich muss eigentlich weitermachen. Ich muss weitermachen. Da war ich mehr an dich geglaubt hat als du an dich selber oder so. Ja, voll. Krass. Also damals auf jeden Fall. Ja, so, vielleicht hast du dein Potenzial nicht ganz ausgeschöpft. Manchmal sagt man ja. Ich war auch dann natürlich so ein bisschen enttäuscht auch von mir, dass ich nicht so mitgezogen habe. Mann, Digga, ich habe mich dann so beim Splash, wo gerade sein Durchbruch war, ich glaube so
99, 2000 oder so. Ich war voll beim Breaken und dann sehe ich so eine Riesenschlange und Savas so am Autogramme-Dings. Ja. Da habe ich mich einfach in die Schlange so gestellt und irgendwann stand ich so vor ihm so, weißt du, so, also, was machst du hier? Ich so, ich break da hinten so, gib mal Autogramm so. Er so, nein, du kommst nachher mit auf die Bühne und geil. So, ja, so ist er, ja, weißt du? Super. Oh, schade. Aber ich habe es leider nicht mehr auf die Bühne geschafft, weil ich weil da war so ein 2-in-2-Contest oder sowas, den ich mit Lil Bida mitgemacht habe, den wir auch gewonnen haben. Ah, okay, naja, doch, du hast ja eine Folge gefeiern können. Es war gar nicht, also die hat ja nicht an Ambitionen gefehlt, oder? Das war echt eine Sache, du kannst ja nicht zweiteilen. Ich hätte es gerne gemacht, so auf jeden Fall. Ich hätte gerne auf beiden Hochzeiten getanzt, so mäßig, aber es ging halt leider nicht. Und wenn ich heute darüber nachdenke, man kann nur eine Sache krass machen. Mhm. Also man kann zwei Sachen machen, aber dann sind beide Sachen nicht krass. So. Sind vielleicht gut, aber nicht krass. Ja. Also lieber in einer Sache 100% geben, als in zwei Sachen 50. Und irgendwann war es ja auch bei mir vorbei mit Flying Steps und mit also nachdem es mit Flying Steps vorbei war bei mir, das war so Ende 2001, 2002 so, da habe ich noch ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre so weiter gebreakt, alleine, ohne Crew. Mhm. Dann war ich auch mal wieder bei Flying Steps so und dann war man wieder nicht. Was war denn da los? Warum so ein Hin und Her? Naja, ich habe dann auch, also 2001 oder so, dann dachte ich mir dann, vielleicht sollte ich doch wieder mal rappen und sowas. Und dann habe ich wieder mehr gerappt und dann natürlich die Gruppe mehr vernachlässigt und das hat denen dann nicht mehr gefallen und dass sie dann. Also du hattest keine Differenzen mit denen, sondern du bist eigentlich immer so ein bisschen. Durch dieses nicht mehr auftauchen und wenn ich aufgetaucht bin, dann auch ein bisschen durch und. Okay, also wenn du Bock hattest zu rappen, hast du Flying Steps vernachlässigt. Wenn du Bock hattest zu tanzen, hast du MOR vernachlässigt. Genau, so sieht's aus. Ah, schade eigentlich. Ja, das ist. Aber ich meine, du warst jung, ne? Bock auf beides. Ich muss dazu sagen, MOR ist nicht Flying Steps und Flying Steps ist nicht MOR und MOR hat mir das nie übel genommen, dass ich so, mach, was du für richtig hältst. Du bist uns nicht schuldig oder irgendwas, so, weißt du, bei Flying Steps war ein bisschen anders, so, weißt du. Oh, die haben es ein bisschen übler genommen? Ja, klar. Da war dieses Gang-Ding ein bisschen da so? War das, Dicker, vielleicht war die nicht. Das ist die Gruppe, Dicker. Ja. Und es gibt nur die Gruppe, so, weißt du. Ich meine, wenn die sich. Ist auch was Gutes, so, wenn sie für dich in die Presche springen am Jam, ne? Natürlich, so, Dicker, halt, so, jeder wäre für jeden, so, weißt du, auf jeden Fall. Wir waren ein Team, so, Alter, auf jeden Fall. Was man nicht so leicht schlagen konnte, so, Alter, auf jeden Fall. Ja, kann man aus der Perspektive auch verstehen, ne? So, das ist dann. Heute sehe ich das ja auch nochmal aus anderer Perspektive. Damals war ich auch voll abgefuckt, so, weißt du, da, über die Entscheidung auch und sowas und hab auch ein paar Sachen gemacht, die nicht so cool waren dann, so, weißt du. Und in Vernachlässigung oder was? Nee, im Nachhinein, weil ich halt sauer war, dass sie mich halt rausgeschmissen haben, so, weißt du. Getan. Ich hab halt Ansagen gemacht. So, oh, shit. Okay, hast du ein bisschen, so, warst du betrunken oder so? Gab es irgendeinen Außeneinfluss? Kann sein, aber ich bin auch sauer geworden, wenn ich nicht betrunken war irgendwie sowas. Und also du hast ein bisschen überreagiert. Schreibst du dir das jetzt selber, meine ich, zu? Ja, voll. Das war nicht cool so, Alter, auf jeden Fall. Ich habe mich auch dafür entschuldigt und sowas. Ach so, okay. Mach ich meistens. Okay, warst du auch ein bisschen hitzkopfmäßig unterwegs teilweise? Damals schon, ja. Ja, ich weiß nicht, in Temperament und so eine Sache. Voll, ja. Okay. Tupac-Einfluss. War nicht immer positiv, ne? Man muss echt gucken, ob man die guten Eigenschaften übernimmt oder sich nicht ein bisschen zu sehr von negativen Eigenschaften beeinflussen lässt. Okay, das heißt dann, du hast dann in der Zeit doch ein bisschen mehr dann den Fokus wieder auf Rap gesetzt. Wie kam es dann mit Royal Bunker zustande? Na, ich kannte ja Steiger schon durch Savage und so, auch wo ich glaube, Steiger hatte damals kam als Student, glaube ich, hier nach Berlin irgendwie von Stuttgart und hatte hier so eine Radiosendung gehabt, Uniradio hieß die irgendwie. Und da hat er uns alle, also er war immer so MOR-Fan irgendwie und hat dann MOR da in dieses Studio eingeladen, um dass wir da rappen irgendwie. Das muss so 2002, 2003 oder irgendwie sowas gewesen wären. Und dann habe ich irgendwann Steiger nochmal auf der Insel getroffen, bei irgendwie Tide, glaube ich, Auftritt oder sowas. Insel war immer cool, Alter. Auf jeden Fall. War auch krasse Schlägereien. War cool, aber. Kannst du dich an diese Rap City-Party erinnern, Alter? Was war da nochmal? Da sind, glaube ich, das erste Mal so Boogie und Massiv aufeinander. Ach so, getroffen, ja, Alter. Stimmt. Ja, ich dachte, jetzt explodiert der Laden gleich, Digga. Ich dachte wirklich, das Haus kracht zusammen gleich. Ja, stimmt. Warst du direkt dabei?
Ich stand so, glaube ich, daneben so. Oh, erzähl mal, okay, ich mag Insights. Aber es ist ja nichts passiert da. Es ist ja nichts passiert. Es war aber nur es einfach krass angespannt. Es war, lag in der Luft. 50 Leute von Massiv da, gefühlte 50 Leute von Boogie. Okay. Und ich weiß gar nicht, warum die Stress hatten damals. Ich war einfach nur, weil es Massiv war. Ja, ich glaube, also halb Berlin oder war nicht sogar 80-90% in Berlin. War nicht so cool mit Massiv, weil er halt von da kam. So, ja. Das alte Lied. Aber ja. Okay, war sehr okay, sind die jetzt nicht aufeinander getroffen und hatten dann. Ich glaube, die standen sich so gegenüber, dann gab es so Diskussionen irgendwie, dann sind die direkt raus. Zwischen den beiden auch, ne? Ich glaube, dann sind die, glaube ich, auf dem Balkon raus und alle mit. Es ist nichts passiert. Okay. Die haben also auch nicht die Leute oder sowas. So, es gab, okay, also ich denke mal so, die konnten das. Die haben das geklärt, glaube ich, da. Ich glaube, die haben das da geklärt. So. Ja, ich weiß, also da gab es viele Fronten, also Massiv ist auf miesen Hate gestoßen am Anfang. Voll. Und ja, wenn man im Nachhinein weiß, was für ein Mensch. Hat schon einen steinigen Weg hinter sich, auf jeden Fall. Okay, Insel, Royal Bunker. Mhm. Ja, genau. Ich habe da Steiger getroffen und ich meinte so, ey, Steiger, ich rap jetzt wieder und ich habe ein paar Sachen am Start. Willst du nicht mal anhören? So, ja, komm vorbei im Bunker, spiel mir vor und so. Dann kam ich da hin und dachte, Digga, das geht ja gar nicht, Alter. Also so, ihm hat's nicht gefallen? Naja, doch, es hat ihm schon gefallen, aber die Qualität von der Aufnahmequalität. Ach so, okay. Ich habe immer noch mit vier Spuren mit Handmic aufgenommen. So. Ich habe noch nie im richtigen Studio so aufgenommen. Also hier, guck mal, Digga, komm hierher, kannst hier aufnehmen, kannst machen, was du willst. So. Dann habe ich es aufs Wort genommen, so jeden Tag im Bunker dann aufgenommen. Und irgendwann, ja, okay, komm, bring ich raus. So. Okay, nice. Dann, war das was Offizielles? Hast du einen richtigen Vertrag gehabt oder so? Oder war ich hatte nie einen richtigen Vertrag. So ein Handshake-Ding. Ja, genau. Ja, okay, ganz dann normal. Deswegen auch nur so Street, ich habe ja nie ein richtiges Album gemacht. So immer nur so Street-Alben. Splitter vom Dienst? Ist ein Mixtape. Okay, aber kam über Royal Bunker, ne? Über Royal Bunker, genau. Okay. Ich weiß, was noch ein bisschen Welle gemacht hat. Dann gab es irgendwie diese Flair-Disserei, ne? Da hatte ich so, ich glaube, in dem Zeitraum, so dachte ich, okay. Weißt du, dass Flair mein alter, nicht Schulkumpel, aber wir kommen aus derselben Gegend. Stimmt, so, du hast ja Südberlin, Lichterfelde so angesprochen. Zwei Straßen weiter. Achso, wie lange kennst du ihn denn? Ich kenne ihn seitdem ich 8, 9, 10 so. Hängst du auch? Achso, okay. Hängst du auch? Alles so, okay, dann ihr kanntet euch schon die ganze Zeit. Wir sind alle aus derselben Gegend. So. Okay, dann war das, wie war das dann für dich? Es fing an mit einer Line von Flair, ich glaube, gegen Echo hat er sie gerappt, ne? Eierköpfe aus gesehen, Royal Bunker? Ihr habt wieder zu viel mit Eierköpfen aus Royal Bunker. Okay, du hast es gehört oder wurde ich dir erzählt? Ich hab's gehört, so, weil ich hab diesen Beef auch voll verfolgt damals, so Bushido, Echo, Flair und sowas. Hat mich super entertained damals. So. Meinst du den Song Flair Reta? Ja, genau. Ich fand, wo Bushido, Echo, guck mal, wen ich jetzt habe. Oder genau, so, genau. Ich sag voll oft, also gerade wenn ich mit jüngeren Leuten rede, so immer alle, ey, was ist der krasseste Deutschrap-Diss-Track? Ja, ja. Alle sagen Urteil, ne? Ja, klar. Ist ja klar so. Abrechnung ist auch krass. Die Abrechnung ist krass, aber vor allen Dingen dieses, ich finde sehr seltsam, wie es sieht so einseitig aus, wird kollektiv oft so wahrgenommen, finde ich. Ich fand aber zu der Zeit dieser Echo-Part auf dem Flair Reta-Song war eigentlich so Deutschrap-Diss-mäßig zu der Zeit, wenn nicht sogar der beste Battle-Part, oder? Hast du einen dagegen? Ich fand ganz, also ist jetzt, ich fand diesen Dings Summer Jam, S. Diddy und Echo-Song, glaube ich. Kennst du den? Gegen Savage? Gegen Savage. Das war ja danach. Davor. Okay. Mir geht es ja darum, was davor. Vor Urteil. Diesem Echo-Savage-Beef. Ja, stimmt, dieser Song mit Summer Jam, der kam danach. Genau, davor, ich meine, es fing an, da Sammy Azad und so, aber dieser Part von Echo, der hat für mich diese Deutschrap-Battle-Rap-Messlatte gesetzt. Aber Sammy Dubitsch war auch krass. Der war natürlich krass, aber jetzt mal wirklich 1:1 zu vergleichen. Ich meine, Savage hat niemanden man sagt immer so, als ob es so der Riese gegen den Zwerg war. Mhm. So war es nicht. Zu der Zeit hatte Echo den krassesten Battle-Part gehabt. Es war ja voll lange ruhig und dann kam die Abrechnung. So, genau. Wo eigentlich gar keiner mehr mit gerechnet hat, dass das nochmal so aufgerollt wird. So ich meine, der hatte den MC René-Diss, der hatte dann diesen Diss gegen Flair. Man wusste also, was Echo Battle-Rap-technisch abgeliefert hat, war die Messlatte in Deutschland. So, also das scheinen mir zu viele vergessen zu haben. Im Nachhinein. Aber du hast auf jeden Fall diesen Beef Dash verfolgt, hast die Part da gehört und die Antwort von Flair war dann halt, wo er im Outro gesagt hat, du hast mit zu vielen Eierköpfen und aus Royal Bunker rumgehangen. Das war ja sowieso, Agro war einfach Konkurrenz damals so vom Bunker. So, ne? Okay, ja. Also wir haben es so gesehen, die haben es auch so gesehen. So. Und ich habe nur darauf gewartet. So, Achso, okay. So, kam es gelegen. Geil, ja, so, weißt du, und dann
das war ja, auf dem Song sind der Steiger, Boba Fett und ich. Ja. Aber es waren noch zwei, drei andere. Die sind abgesprungen? Die sind abgesprungen. Kannst du drüber reden, oder? Nee, ist das ein Lacker? Also, Name nicht, okay. Weil das würden die nicht so cool finden. Ja, egal. Kann ich dir so mal sagen? Ja, ist egal. Ja, ja, ich weiß. Du weißt das? Naja, wenn es noch nicht bestimmt ist, von dir gehört zu werden. Nö. Ach, ist auch völlig in Ordnung. So, hatten keinen Bock mehr gehabt, alles cool. Sind ja auch nicht so die... Ja. Ich bin jetzt auch kein Gangster-Rapper oder weiß ich was. Aber ich dachte mir, ey, der beleidigt meine Firma oder mein Label hier so, Alter. Und das kann man nicht einfach so stehen lassen, so, weißt du. Steiger wollte irgendwas reden nur so, weißt du. Ich so, ey, komm, nein, wir müssen rappen so, Alter. Auf jeden Fall. Du hattest auf jeden Fall den aggressivsten Part da drauf. Ja, ich glaube, ich habe sogar auch noch ein paar Sachen geändert. So, der war noch ein bisschen härter. Kam es von dir oder Außeneinfluss hat Steiger oder so gesagt? Ich glaube, Steiger hat gesagt... das können wir so nicht bringen. Nee, er meinte so, das ist zu viel so einfach. Okay. So groß ist der Beef doch gar nicht so, weißt du? Mir kam so vor, als ob es nicht Steiger und Flair haben sich danach auch an einen Tisch gesetzt, aber ich wollte nicht so. Achso. Du hast doch, glaube ich, nicht den Part beendet mit, du brauchst mit mir über diese Scheiße nicht zu quatschen. So. Ich war voll sauer auf den so. Okay, so nach dem Motto, was nimmt er sich raus? Es gab auch noch eine andere Geschichte mit einem Sprüherkumpel so, auch auf der Insel, die hatten so auf der Insel irgendwie mal, da war ich mit aber ich war einfach, war nicht cool mit Flair, so. Heute ist es ganz anders. Ich hab mich bei ihm entschuldigt auch für den Song und so. Es kam von ihm nicht direkt was zurück, oder? Überhaupt nie was. Ja. Nie. Das war gar nicht so Dings. Okay, ich glaub, vielleicht hat er irgendwann mal irgendwas. Bestimmt immer Seitenliebe nebenbei, aber es war jetzt kein. Ich glaube, bei dir oder mit Roos hat er sogar über mich irgendwas Gutes gesagt. Ja, so, kann ich mir vorstellen. Wo ich mir dachte, ey, krass, cool. Ja, ja. Das hat Größe gezeigt, so, weißt du? Fand ich, er hat nie ein schlechtes Wort über mich gesagt. So, weißt du? Ja, cool. Ich meine, vor allen Dingen, wenn ihr euch so lange kennt und so, dann. Super, dass er da drüber stand. Ja, wir kennen uns halt aus der Kindheit, wo man Kinder war. So alt wie er jetzt ist, kenne ich ihn gar nicht so. Weißt du? Ich kenne ihn halt von deinen Interviews. Ja, und von früher, du kennst ihn länger als ich. Vom Basketballspielen halt. So. Wir haben sehr viel Basketball gespielt. Okay, so. Nice. Hattest du sowas wie Blut geleckt? Da in diesem Beef, so wie waren deine Ambitionen Battle-Rap-mäßig? Wie kamt ihr zu Feuer bei Deutschland? Ja, weil die gefragt haben. Also die haben bei Royal Bunker angefangen und haben will Team Royal Bunker mitmachen. Okay. Keiner hatte so irgendwie Bock gehabt und ich war zu der Zeit immer mit Basic, Rest in Peace, viel und der kam immer in den Bunker, wir haben gerappt, der hat mir immer seine Zeilen vorgerappt so und ich meinte, ey Dicker, das ist genau das richtige Ding für dich, Alter. Ja. So, weißt du, es gab ja sowas. Du warst freestyle-mäßig nicht so unterwegs, aber du hast dann gedacht, okay, jetzt habe ich die Plattform, dass du so ein bisschen textlich... Ja, ich fand diese Ami-Version, Smack fand ich halt immer geil so, Alter, auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte es halt, ich bin halt nicht so der krasse Battle Rap, wenn ich so Basic sehe, weißt du, der macht richtig mit Performance und hier und dies, das und weißt du, ich kann das nicht so, Alter. Nee, ich fand's cool. Also gerade ich bin ja immer auch so ein bisschen Berlin-patriotisch. Also ich finde Basic und du hast auf jeden Fall gut abgerissen. Mich, wenn ich das sehe. Nicht, gefällt dir nicht? Digga. Nein? Wirklich? Voll, Digga. Was gefällt dir daran nicht? Was ist mein Style? Bist du selbst selbstkritisch? Meine Stimme. Ich merke selber, dass ich mich gar nicht richtig traue, so laut zu sein auch so, weißt du, auf jeden Fall. Ich war so ein bisschen eingeschüchtert, keine Ahnung warum. Ich finde es nicht schlimm, weil ich meine, streng genommen war das der erste Written Day, Written Battle Tag in Deutschland. Danach war für mich auch klar. Machst du nicht mehr? Mach ich nicht mehr, Digga. Oh, hast du dich zerstört gefühlt? Ja. Wirklich? Ja. Von den Gegnern auch? Nö, das nicht. Also du meinst, war selber von mir enttäuscht. Also es war jetzt nicht irgendwas, dass die Gegner jetzt irgendwas Krasses rausgehauen haben. Die waren gut, die Gegner, aber ich fand jetzt nicht, dass die, oder generell mich jetzt zerfickt haben oder irgendwas da so, weißt du, ich hab mich noch gut gehalten, so, weißt du. Okay, du fandest, dass du deinem eigenen Anspruch nicht gerecht wurdest? Genau. Ach so, okay, genau. In die Richtung. Also ich fand eure beide Performance war super und hat Berlin meiner Meinung nach auch gut represented, so. Ich fand, Boba Fett hat reingeschissen. Echt, ja? Ja, safe. Okay. Er hatte einen der hätte das N-Wort nicht droppen sollen in dem Zusammenhang. Gab's auch noch, gab's Action deshalb? Probleme. Also nicht Action, aber Probleme gab's. Wer hat sich da aufgeregt? Irgendwelche Ruhrpotter, die da waren. So okay, auf jeden Fall. Direkt danach? Ja, ja. Okay, hat er sich entschuldigt? Weißt du das? Ja, klar. Ja, okay. Und Lackmann musste auch noch, hat da vor uns, Lackmann war sehr, muss ich noch mal sagen, sehr, Props an Lackmann, Alter, auf jeden Fall. Der hat sich für euch eingesetzt? Der hat sich für uns eingesetzt auch und hat uns auch sehr gut versorgt. Okay, sehr cool, auf jeden Fall. Ihr kanntet die Parts nicht von ihm vorher oder irgendwie, wie war von das? Ich glaube, wir haben uns das erste Mal dann im Auto so vorgerappt, aber ich glaube, es ist nicht... Ich weiß, dass damals das auch so war, ich wusste auch nie mal genau, was die anderen rappen und so, das war immer so... Für mich war so...
die haben ja dann direkt geboot, so, weißt du, auf jeden Fall, wo er die Line gedroppt hat. So. Und ich so, ey, warum booten die denn? Was hat er denn gemacht? Ach so, du hast in dem Moment das gar nicht gecheckt. Ich hab's gar nicht gepeilt, so, weißt du. Und dann, ey, ja, dann war das Battle vorbei und dann standen da schon ein paar Dudes, auf jeden Fall. Und das kann ich war mir nicht so cool ja. Für Boba, aber wir haben es dann trotzdem, Gott sei Dank, klären können. Okay, so. Es ist immer, also es ist immer besser, wenn es richtig geklärt natürlich auch eingesehen, so, weißt du. Ja, danach kam nichts mehr von ihm in die Richtung, ne? In diese, soweit ich weiß. Ey, Digga, das ist, du weißt doch, MOR und damals, wir haben sehr gerne dieses N-Wort benutzt, damals so, weißt du, auf jeden Fall. Und es gab auch Ansagen von bestimmten Leuten und sowas. Aber und er hat, das war noch in diesem Aspekt so, weißt du, er war noch wahrscheinlich in dieser alten Welt noch drin, Alter, keine Ahnung. Also. Na, es hat sich ja dann zum Glück mal mehr gelegt, so halt auch, ne? Sowas würde der niemals mehr machen, so, Alter. Wie empfandest du den ganzen Tag? Weil das ist was im Nachhinein was sehr Besonderes. Ich weiß halt, wenn, kennst ja, Pionier, bei Teil 1 nicht. Ist ja mal, ich war verhindert. Wurdest du angefragt? Schon beim ersten Teil? Nee. Ich war auch gar nicht auf diesem Battle-Film noch zu der Zeit, so, ne? Okay. Ich war aus anderen Gründen verhindert. ich meine aber, historisch gesehen ist es jetzt ein sehr besonderer Tag gewesen. Ja. Und wie so oft bei Pionierarbeit ist es halt immer dieses Fluch und Segen-Ding. Und damals hat man, glaube ich, noch nicht realisiert, was das bedeutet. Halt, ne? So, und einfach, komm, wir gehen dahin, wir rappen Team gegen Team und so. Ja. Ne? Die ganze Adaption von den Smack-DVDs und so weiter. Wie war für dich so die vom Inside jetzt, ne? So der ganze Tag an sich so. Du warst jetzt, du hast schon angesprochen, dass du mit deiner eigenen Leistung nicht so ganz zufrieden warst, aber wie fandest du so die anderen? Was waren für dich Highlights an dem Tag? Basic. Also in eurem Battle. Hast du dir die anderen Battles noch reingezogen? Oder nicht ja, so? Ja, aber ey, es gibt ja drei Teile und ich komme so ein bisschen durcheinander. Ich meine an dem Tag, wo du da warst, bei Teil 1. Doch, wir haben noch andere Battles zugeguckt. Ich weiß nicht mehr welche, aber tut mir leid, Alter. Ich war da so ein bisschen im Film, so, Alter, auf jeden Fall. Ich habe voll Schiss gehabt, meine Parts zu verkacken. Das fand ich auch. Ich bin in meinem Nachhinein. Also danach war cool, so, weißt du, da habe ich wahrscheinlich mir erstmal einen gebufft, so, Alter, auf jeden Fall. Und erstmal runterkommen und sowas. Aber für mich war es schon sehr, ich war sehr angespannt, so, Alter. Ich finde, das merkt man auch so. Ja, wie gesagt, ich habe es gar nicht so empfunden. Ich fand's, ich fand's cool, so, aber ich glaube, ich freue mich halt immer. Hey, ja, go, Berliner sind am Start und hab represented. Und zu der Zeit war eigentlich alles, was nicht verkackt war, wenn du den Text nicht vergessen hast, hast du geschafft, stabil. Weißt du, so war es für mich auch, Hauptsache nicht verkackt. Jeder, so, ich habe mit Morlock Dilemma letztens darüber gesprochen, auch, er sagt, ey, das Einzige, worum es ging, war, verkackt den 16er nicht. Erinnerst du dich an diesen Moment eigentlich nicht so ich wirklich, ich krieg das oder? Nicht mehr genau auf die Kette, wann was war, und das war auch ein ganz schöner Tunnel, so muss ich zugeben, weil du wolltest da, also alle haben Schiss gehabt, dort ihre scheiß 16er zu verkacken, das muss man heute überlegen. Nee. So, weißt du, heute rappen die ja manchmal so 10 Minuten, zack, bumm, und dann heißt es, oh, der hat einen Slip-Up gehabt. Und da waren echt Leute, die sind gestorben nach 10 Zeilen, so, weißt du? Da war natürlich der Druck da, also das kannst du dir auch so vorstellen. Ja, aber wie er so erzählt, ich bin da hingegangen, hab da so gechillt, Digga, ich war so voll in meinem Film, so, Alter. aber du warst nicht so tief in der Materie, dass du jetzt so die anderen alle abgecheckt hast, oder hast du es vielleicht im Nachhinein auf der DVD nochmal? Die DVD habe ich mir öfters angeguckt damals. Ja. So, und da, hast du da nochmal Highlights gehabt, wo du sagst, das waren meine Lieblings-Battles, Zeilen, Parts? Nicht so, ich bin so voll im Detail-Nerd. War das da schon, war dieses Battle, wo Greg Pipe gegen Fahrt? Nee, das war One-on-One vorher. Das war die Freestyles, meinst du? Hat sich Greg Pipe gegen Fahrt gebattelt? Bei Teil 1? Nee, Fahrt gegen einen von der Sekte, oder? Das war bei Teil 2, gegen Band. Okay. Ja, okay, das war bei Teil 2. Warst du da? Nee. Da warst du nicht da, okay. Digga, da war ja, ich weiß nicht. Da ist meine Tochter geboren und meine Tochter ist in Kiel zur Welt gekommen und die hatten irgendwie nochmal angefragt und ich habe abgesagt, aber weil ich nicht konnte. Okay. Also, dann hat dieser Rasputin hat da so in die Kamera gegen mich gerappt, so, Alter, auf jeden Fall. Und das haben die rausgemacht, Alter. Der aus Bielefeld, der Typ. Ja. Stimmt. Ich habe das meistens so. Und so richtig persönlich auch. Oh, ja? Also, was ich noch weiß, so, keine Ahnung, muss ich mir nochmal angucken. Oder lieber nicht. Bringt dich auf die Palme, lieber nicht.
Also ja, ich weiß. Fand ich unter aller Sau so. Also. Ich glaube, da gab es einige, wo die abgesagt haben. Ne? Was ist denn das so, ich habe die nicht so auf dem Schirm. Was waren noch? Ali Ass, ich glaube, Santino ist nicht gekommen oder so. Da gab es noch einige, die dann in die Kamera gerappt haben, weil dann schade war. War das Battle angesetzt oder wie kam es dazu, dass die, er... Die wollten, ich weiß, aber ich weiß auch 100%, dass ich abgesagt habe. So. Okay, weißt du, auf jeden Fall. Weil das ist dann strange. Ich weiß, und dass die Leute, nicht cool so, die nicht aufgetaucht sind, die haben dann waren die Gegner so, ey, ich habe meinen Part umsonst geschrieben, ja, okay, und die wollten ihn dann loswerden. Und wenn er nicht absagt, dann kann ich es verstehen, ja, so, weißt du. Aber ey, wenn er sagt, ich komme nicht so, ich bin raus so, dann battle doch nicht gegen die. Okay, aber es gab eine Zusage vorher. Also wolltest du vielleicht... Ich hab nicht zugesagt, nee. Was? Du hast gar nicht zugesagt? Was, ich habe abgesagt. Die haben mich, die haben gefragt. Also es gab gar kein, das Match wurde nicht gefixt. Was meinst du? Na, du gegen Rasputin. Die haben mich angefragt, ob ich gegen Rasputin battlen möchte. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich bin in Kiel. Ich bin raus. Was lief denn deiner Kommunikation schief? Dass die, keine Ahnung. Die haben Rasputin ist da hingekommen. Wo ist Big Daryl Mac? Ja. Und dann hat er da in die Kamera. Ist ja auch auf der DVD, glaube ich. Irgendeiner drauf, so, muss ihm noch gesagt haben, dass du zugesagt hast. Dass ich komme, ja, wahrscheinlich so. Keine Ahnung. Ja, was lief denn da in der Kommunikation falsch? Ich muss nochmal Darko fragen. der Sache gehen wir nochmal nach. 15 Jahre später, so, Rasputin, wer hat dir gesagt, dass Big Daryl Mac erscheint? Ich war wirklich sauer damals darauf. Ich hab auch so ein Part dann geschrieben gegen ihn. Im Nachhinein. Ist der rausgekommen? Nee. Nein? Okay, du hast ihn geschrieben, du hast deine Wut quasi ventiliert. Ich wollte ihn aufnehmen, so. Ich wollte dann so einen Song gegen ihn machen, so, weil ich es scheiße fand, weil der auch so komische Sachen da gesagt hat, so habe ich noch im Hinterkopf. So. Meinst du, dass er persönlich wurde oder dass es einfach nur Fake Real Talk war oder sowas? Oder was? Der wurde so persönlich, hat auch irgendwas mit Tochter oder irgendwas gesagt. Ja, du bist jetzt da mit Tochter und bla. Ach so, nach dem Motto, und deine Tochter ist gerade geboren. Okay, dann war es sehr emotional wahrscheinlich. Ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, okay, so, weißt du, aber ich war sehr abgefuckt da. Okay. So. Woher wusste er das denn? Dass ich da bin? Nee, dass du eine Tochter, dass deine Tochter da geboren wurde. Keine Ahnung, das hat man vielleicht, glaube ich, damals so mitbekommen, so ein bisschen irgendwie. Okay. Weiß ich nicht. Ja, also, oder vielleicht hast du in Interviews drüber gesprochen oder sowas? Kann sein, ich weiß es nicht. Hatte er Spione im Royal Bunker Camp? Er kommt ja. Er war damals zu Besuch bei Savas gewesen, auch daher kenne ich ihn so. Er hat mal so eine Woche bei Savas gepennt auch und sowas und die Mucke gemacht und daher kenne ich ihn so. Ja, vielleicht hat er wirklich, vielleicht war es echt ein Gequatsch aus dem Umfeld oder so. Kann sein. Ich kenne auch viele Bielefelder vom Breaken her. So. Ach so. Also ich bin auch cool mit Arzi Krank und ach so, okay, den ganzen Leuten. Ja, du meinst doch, du warst in Münster unterwegs und so, ja, da sind ja viele Überschneidungen, ne? Voll viel, so, weißt du, so, zu meiner Breakdance-Zeit war ich ganz Deutschland immer unterwegs. So. Aber es kam nie zu einer Aussprache danach. Also das heißt, er hat ihn auch gerne mal getroffen oder irgendwas mit ihm gefragt, so, was er sich dabei gedacht hat, gegen jemanden zu battlen, der nicht da ist. So, ja, weißt du? Und vor allen Dingen, von dem es dann auch keine Zusage Antwort gab. Ja. Und von dem dann auch keine Antwort kommt, so, weißt du? Er hat es dann auf der DVD, was hätte ich denn machen sollen? Hätte ich mir einfach ein YouTube-Video hochladen sollen? Ja, damals war das ja auch nicht so, man hatte doch gar nicht so die Möglichkeiten. Ja. Und eine DVD, die zu der Zeit... Punkt auch ziemlich gut verkauft wurde, ne? So, schon die erste. Ja, die erste, zweite auch. Ja. Und selbst die dritte war noch, also jetzt qualitativ vielleicht nicht auf dem Level, aber verkaufstechnisch waren die auch sehr beliebt halt. Yeah. Also ich weiß nicht mehr die Plätze auf denen, aber ich weiß noch, dass es da irgendwie gut ankam, zumindest verkaufstechnisch am Anfang. Die ging halt rum. Ich weiß noch, man konnte irgendwie, es gab so eine Feuer über Deutschland Internetseite, glaube ich, irgendwie, und auf der konnte man so abstimmen. Oh, für wen man ist, das irgendwie. Wusste ich nicht. Und da hab ich ab und zu mal gecheckt und da waren wir immer ganz waren wir immer ganz gut. Siehst, also war das Feedback gar nicht so schlecht. Hat das vielleicht deine Selbstkritik ein bisschen gemindert? Wegen Basic, Digga. Ach so, ich glaube, keiner kannte ja Basic so, weißt du. Manche, die da so gerappt haben, so, man kannte man ja, so, weil die schon Musik rausgebracht hat. Genau. Aber Basic hat ja nie davor irgendwie Musik rausgebracht oder sowas. So. Ja, stimmt, die Tracks kamen danach so. Wir waren bei Basic zu Hause danach und der hat uns den Tag eigentlich geschildert und ganz viel erzählt halt. Echt, ne? Ja, geil. Noch in der alten Wohnung, U-Bahn. U-Bahn-Straße. Genau. Deswegen mag ich halt diese Insights und diese Eindrücke so aus der Perspektive von Leuten, die wirklich da waren halt, ne, so, und nicht irgendwie hören sagen. Das war für Basic das Highlight. So. Weil Basic hat sich so krass darauf gefreut auch. Und, ja, sehr gut. Es war ja auch genau für ihn gemacht, die Veranstaltung. Ja, voll. Ja. Du hattest gar nicht, aber deine Battle-Ambitionen sind danach ein bisschen runtergegangen. Also, ne? Du hast gar nicht so. Du hast ja Rapper Mittwoch nicht und so, ne? Da warst du. Ich habe da einmal, glaube ich, bin ich mit Kralle, glaube ich, aufgetreten oder so. Genau, im Trailerpark oder so. Ja, aber Suppe in der Puppe kam dann danach.
Nach Hoher Bunker. Warst du da gesigned? Auch nicht. Auch alles Handshake-Dinger, ne? Ja, genau. Ne? Okay. Aber ich meine, Suppe in der Puppe war ja mit Jihad auch und so. Das war ja auch, wir waren Freunde einfach so, weißt du, und haben Mucke gemacht und haben uns einen Namen gegeben, so mäßig. So. Ja. Wer kam denn auf diesen Namen? Nicht ich. Alter. Magst du den Namen? Mochtest du es zu repräsentieren? Nee, so? Überhaupt nicht. Klingst du so stolz drauf? Ich habe auch am Anfang des Öfteren gefragt, ob man da vielleicht was ändern könnte. Okay. So, weil ich konnte mich damit nicht so. Weil, guck, die wollten halt so ein bisschen in diese Orgi-Richtung gehen mit DVDs. Und es war so eine DVD. Es sollte eigentlich ein Name für eine DVD sein, so, weißt du? Und daraus ist irgendwie dieses so Label geworden, so mäßig so. Ja, aber wie war die Zeit für dich da bei denen? Wie war es mit Jihad und so? Und, mit Jihad hatte ich ja zu der Zeit, ich habe ja Spitter vom Dienst, habe ich mit Jihad aufgenommen, komplett das Mixtape. Ah, okay. Komplett mit, also wir wollten zusammen ein Mixtape rausbringen. Und dann war gerade die Zeit, wo er auch mit Flair rumgegangen und Flair hat ihm gesagt, entweder hier oder du gehst zu denen so, weißt du? Ach so. Oh. Wenn du mit Roher Bunker machst, dann kannst du nicht mehr mit mir. Und dann ist Digga, eine Woche vor Release hat nicht mehr auf meine Anrufe reagiert, so auf jeden Fall, ist nicht mehr ans Telefon gegangen und da wusste ich so, das ist vorbei. So. Okay. Digga, da muss ich eine Woche vor Release alle seine Parts runter und auf den Mixtapes sind 30 Songs, 31 Songs. Fuck, okay, ist ja voll der Kopfick. Ey, Digga, jeden, den ich kannte, der gerappt hat, habe ich angerufen, komm mal vorbei, mach mal ein Part so weiter. Dann noch selber ein paar Parts gemacht. Ja, und dann war erstmal so. Und irgendwann war ja dann Roher Bunker vorbei, dann war Suppe in der Puppe halt und mit Jihad und da war so ein bisschen Spannung immer mit, wegen dieser Sache halt auch so zwischen mir und Jihad und wir haben da auch nie wirklich zu der Zeit Musik gemacht oder so. Habe ich immer entweder er mit Kralle oder ich mit Kralle so. Okay, voll und, komisch, ja. Diese Streitereien innerhalb von Berlin so. Ich glaube, die gibt es in keiner Stadt so doll wie hier, so, oder? Hat doch schon bei den Ghetto Boys angefangen. Ja, stimmt. Ja, aber ich meine, in Deutschland. Ja. Irgendwie, mir kam es so vor, es ist so dieses, das Gras ist auf der anderen Seite grüner Feeling, wenn man sagt, halt in die anderen Städte waren irgendwie friedlicher. Es gab auch kleine interne Sachen, aber die Beefs in Berlin sind wirklich ein bisschen mehr Berliner eskaliert halt. Anders, ne? Immer so, teilweise nicht nur im Bezirk gegen Bezirk, schon innerhalb des Bezirks, mein Block gegen dein Block, meine Crew gegen deine Crew, innerhalb der Crew gibt's Beef, Alter. Wie ging's dann weiter nach Suppe in der Puppe? Also du warst dann nicht mehr bei einem Label, ne? So, hast dann sehr viel in Eigenregie gemacht? Genau, bis heute so. Ja. Auf jeden Fall mache ich alles selber und ohne Label oder, ja. Ja, und aber du hast ja auch wieder B-Boying halt, ne? Du warst ja so, mir kommt so vor, als ob du immer wieder so spielst. Ja, ich habe dann so Phasen gehabt, wo ich einfach keinen Bock hatte auf Tanzen. So, weißt du, wollte mich einfach nur auf Musik so konzentrieren. Aber dann kam, es kommt immer wieder so, dann habe ich eine Phase bekommen, wo ich wieder voll Bock hatte, so, weißt du, auf jeden Fall. Und dann habe ich auch so Angebote bekommen, dass ich in so Schulen, so Grundschulen mit Kids Unterricht gebe und so. Und das hat mir immer gut gefallen. So. Und ja. Mache ich bis heute. Das machst du bis heute, ne? Ja, genau. Das ist auch wirklich cool, ne? So, das sollte man öfter und länger machen, so. Gibt einen auch voll viel zurück, so, Digga. Findest du, gibt es da genug Fördermaßnahmen, so? Kann das nicht noch ein bisschen mehr gefördert werden? Es könnte viel, viel mehr, so, weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass damals noch, ich weiß noch, wir sind Hip-Hop-Mobil, kennst du ja, und wir klar. sind damals einfach in Deutschland zu irgendwelchen Schulen gefahren und haben da mit denen Workshops gemacht, so. Von sowas höre ich gar nicht mehr heute. Doch, ich bin ja noch bei Hip-Hop-Mobil. Ach, echt, und ja? Vor allen Dingen mag ich es, wenn wir alles repräsenten. Ne? Ja. Wenn wir alle vier Elemente zeigen, damit die Kids auch mal so ein bisschen versteckte Talente, die in ihnen schlummern, vielleicht entdecken halt. Wenn die einfach überall mal reinschnuppern und sagen, hey, ich habe ein Talent fürs Schreiben, ich habe ein Talent fürs Tanzen oder fürs Malen, was auch immer. Der andere kann sich gut Melodien merken oder sonst wie, ne? Ist da auch kreativ. Blöd, wenn man dann auf die Schule kommt und nur Breakdance-Kurs Workshop macht oder nur Graffiti, weißt du, der einer, dem liegt es vielleicht nicht, so, weißt du, und der kann nicht mal irgendwo anders reinschnuppern, so, vielleicht liegt ihm ja DJing eher, so, weißt du, anstatt zu tanzen, so. Genau, ich finde, da macht Hip-Hop-Mobil einen sehr guten Job, halt, dass man halt die Möglichkeit hat, bei allen reinzuschnuppern und die erst dann entdecken, wie viel Spaß ihnen das macht. Und dann, ich meine, wir haben gerade, guck mal, du hast so lange jetzt erzählt, du wusstest voll oft selber nicht, wo du mehr Leidenschaft hast, ob es das Rappen ist oder das Tanzen ist, du bist hin und her gesprungen und so weiter. Wie ist denn das, wenn man an nur einen Tag Workshop gibt? Ne? Weißt du selber,
als Kind. Heute Fußball, morgen Basketball. Genau, weißt du, genau. Und wäre gut, wenn die mal beides machen können, so, einfach um zu sehen, ja. Ey, sind sie mit Füßen besser oder mit Händen besser? Mhm. Ne? Was liegt ihnen mehr so? Ja, ne? Ja, es wäre schön, wenn es ein bisschen mehr gefördert mehr wird. Gefördert. Und wenn es Leute machen, die das auch authentisch machen, die da wirklich echte Leidenschaft reinstecken. Ja. So. Wenn du so hin und her springst, ich meine, über all die Jahre, es gibt ja oft Leute, die so ein bisschen manchmal Motivation verlieren und dafür dann sich fragen, warum mache ich das überhaupt alles, ne? Ich habe halt das oft mit Battle Rap und so, dass es halt immer noch, man halt nicht davon leben kann und es ist halt oft schade, wenn dann wirklich gute Leute abspringen und dann meckern Fans wieder und sagen, ey, qualitativ singt das und wo sind der namhafte Battle Rapper und dies und das, ne? Und wo man sich denkt, ey, wenn da irgendwie mehr reingepumpt werden würde und dass da halt bessere Strukturen wachsen können halt, ne, so, dass das auch bei den Workshops vor allen Dingen auch im B-Boying der Fall sein sollte halt, ne, alles, was da Hip-Hop-mäßig angeht. Wo suchst du dir da Inspiration? Ich hab gesehen, du warst auch in New York, ne, so, wie kam es dazu? Das war einfach, ich war mit meiner Schwester privat-urlaubmäßig, ja? Ja, wir waren 10 Tage, glaube ich, da. Okay. Eigentlich mehr oder weniger shoppen. Ja? Ja. Aber einmal, erste Mal? Erste Mal. Ja, erste Mal. Weil ich meine, bei so viel Hip-Hop-Knowledge und so, ja, wie war es für dich so? Ich muss dir sagen, ich habe, wo wir da waren, man hatte schon so gemerkt, dass hier ist irgendwas mit Hip-Hop so, weißt du, aber wir waren halt in Manhattan da irgendwie und da war nicht so viel so. Okay, also wärst du immer mehr Uptown gewesen. Ja, so, weißt du, und ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber man hat uns empfohlen, irgendwie auch nicht nach Brooklyn zu gehen, so gerade zu der Zeit, keine Ahnung warum, ich weiß nicht. Und dann haben wir das auch nicht gemacht und waren wirklich mehr oder weniger nur shoppen. Okay. So, Alter. Also ganz normale Tour-Reaktion. Ja, also im Nachhinein denke ich mir auch, ich hätte viel lieber auch ein bisschen mehr so in die Hip-Hop-Richtung so was gemacht, aber ja. Ja, so ein bisschen, so wenigstens einmal kurz Bronx abchecken oder am Tag eine Hip-Hop-Führung. Es gibt doch diese Hip-Hop-Touristen-Führung. Ja, so, ne? Sowas, ich glaube, es gibt auch so eine, so, du kannst so eine Biggie-Tour machen. Auch, sogar so spezifisch. Dann bringen die dich so zu Orten, wo Biggie gechillt hat und weiß, sowas. Yeah. So, ne? Das habe ich sogar mal mitbekommen, sogar sein alter Wohnort und so, die Treppe und bei und diese Juicy Fulton Street, und so. Wo er getickt hat auch und sowas. Genau. Ja, hätte ich auch gern gesehen, so, Alter. Und da ist ja auch an jeder Ecke ist ein Biggie-Piece, so, weißt du, ein Biggie-Bild. Und du merkst richtig so, der war hier zu Hause. So. Ja, safe. Und die Leute, ich habe mal so einen Bericht gesehen, so, und dann geht einfach so ein Typ so in so einen Liquor-Store oder so, und dann sagt der Typ, der Besitzer, und so, ja, das ist die Biggie-Area hier und sowas. So, immer noch und so bla, man, kannst du Biggie spüren hier und so, sowas. So, weißt du? Ist auch wirklich cool. Auch Big L hat jetzt eine Straße in Harlem bekommen, ne? So, dass nach seinem Namen eine Straße benannt wurde und so, finde ich natürlich cool, wenn da auch die Jüngeren dann immer Fragen halt und oder die Anerkennung dann da ist und die sich dann halt so auch verewigen können halt. Ja, ne? Mann, so, das voll, Alter. Ja, das begeistert mich so. Was begeistert dich denn heute noch so an Hip-Hop allgemein? Hast du noch so Pläne? Was kann man in Zukunft von dir noch so erwarten? Musik auf jeden Fall. Ich will Musik machen. Ich sehe ja nur Ghetto Boy, mag ich den Song halt, den hast du rausgehauen. Geil, ja, danke. Fand ich ganz cool so. Ja. Ich setze mich da auch nicht mehr so unter Druck. Früher hatte ich immer so, ey, ich muss mindestens im Jahr 3-4 Videos machen und keine Ahnung und sowas. Und damit habe ich mich immer selber sehr unter Druck gesetzt so und war auch mal dann, wenn man sich unter Druck setzt, ist man auch, wenn es nicht klappt, umso mehr enttäuscht so, weißt du, auf jeden Fall. Und das mache ich nicht mehr und ich mache das so, weil es mir Spaß macht und jetzt leben kann ich sowieso nicht von so wirklich so, weißt du, aber es ist okay so, weißt du, und Hauptsache, es macht Spaß. Also, ja, also die Leidenschaft ist echt und die spürt man auf jeden Fall, auch wenn man deine Musik abcheckt. Was hast du hier mitgebracht eigentlich? Genau, Zurück in die Vergangenheit 3. Genau, das habe ich letztes Jahr. Es ist so eine Mixtape-Reihe, ist der dritte Teil und die ersten beiden gibt es halt nur online. Mhm. Und dann, ich hatte die Möglichkeit letztes Jahr gehabt, nochmal eine CD zu machen, habe ich einfach gemacht. Und die auf CDs für die Fans so einfach eine kleine Auflage gemacht. Warum der Titel und warum Back to the Future? Aber hier ist ja, ich meine, der DeLorean hier sehe ich hier, Dr. Emmett Brown. Er ist ja eigentlich Zurück in die Zukunft. Genau. Ich habe Zurück in die Vergangenheit, weil es halt alles alte Songs sind, die ich also hauptsächlich im Royal Bunker aufgenommen habe zu der Zeit. Und Zurück in die Vergangenheit, Zurück in die Zukunft, das hat so ein bisschen gepasst. Ja, ich aber mag die Filme auch. Ich auch. Ich liebe die Filme. Emmett Brown. Also, ja, ne? Der Beste. Wie heißt der Hund? Oh,
Einstein. Stimmt, ja, Alter. Deshalb, ey, Einstein, ich hätte auf jeden Fall auch gerne einen Fluxkompensator. Alter. Dann würde ich am liebsten in die 80s zurück, ja, und in Mann, New York, Alter, am besten, wenn Hip-Hop als Hip-Hop gewachsen ist. So, so Money Mark, Alter. Ja. Money Mark hat so einen DeLorean. Ja, stimmt. Oh, das ich weiß nicht, ob er den noch hat, aber er hatte auf jeden Fall. Oh ja, dann schöne Grüße an der Stelle. Will ich abchecken. Ey, danke, und ich will mal ein bisschen off-cam noch reden, denn da verrätst du noch ein paar Geheimnisse. Ein bisschen so hinter den Kulissen, was da und da passiert ist. Auf jeden Fall nice. Ich hoffe, wir haben nicht so übertrieben mit dem Tupac-Talk. Aber ey, das freut mich, weil ich so selten halt Leute finde, wo ich so detailliert halt drüber sprechen kann und dass du auch so tief in der Materie bist und auch die ganzen alten Bücher gelesen hast, noch vor der Internetzeit. Deswegen, ja, das macht auf jeden Fall sehr Bock. So. Ist es bei dir auch so, dass dein Buch auseinanderfällt, Alter? Mir fallen nach und nach die Seiten raus. Ja, ich kann dir mal ja noch zeigen. Ich versuche einige der Bücher. Vor allem diese Fotoseiten. Die ja. Nee, ich habe die Bücher noch da, vor allen Dingen auch. Ich habe ja sogar das Rose Day Group von Concrete, wo er die von wegen T-Pain mit das Tupac kein krasser Lyrics. Album, ne? Davon haben die auch ein Album. Ja, ich weiß, aber ich meine, das sind die Lyrics. Ich glaube, da war er noch mit Jada Pinkett oder so, noch Baltimore-Schule oder so. Das war, bevor er ein Star wurde. Halt, was für Lyrics er da schon hatte. Halt, ne? Genau, der ist ein Poet durch und durch halt. Ne? Deswegen, also damit kann man mich triggern, wenn man sagt, Tupac ist kein guter Lyricist. Weil dann weiß ich nicht mehr, was Lyrik ist. Ey, nice. Auf jeden Fall, Big nicht mehr, aber Daryl Mack, danke, dass du am Start warst. Echter geht's nicht. Hier zu dem Star, Talk to Germany.